Hallo, Halli hier und willkommen zum KSP-Stream. Das müsste jetzt alles funktionieren, ne? Ja, das sieht gut aus, glaube ich. Immer erstmal ein bisschen Ruhe überlegen. Ich wollte vorhin schon eigentlich was einstellen, aber dann habe ich gemerkt, Moment, das geht ja nicht, wenn der Stream schon läuft. Ist ja doof dann. Das merkt ihr ja sofort. So. Jetzt habe ich es irgendwie laut auf dem Ohr. Moment mal, das macht mich gerade grillig. So, bisschen besser. Okay, letztes Mal hatte ich nur mitbekommen, wir haben wohl eine Mission, die viel Geld bringt, und zwar dieses Duna Valley. Und ja, wenn man das durchzieht, bringt das gut Geld und wir brauchen Geld. Jetzt wäre aber natürlich die Sache, Service auf Duna schaffen wir nicht, kostet nicht viel, komm, brechen wir ab. Müssen wir das Geld zurückzahlen, ne? Ist egal, kriegen wir hin. Etwas in der Nähe von Eigner. Müssen wir viel Geld zurückzahlen? Da müssen wir auch viel direkt Geld zurückzahlen. Würden aber auch wieder viel kriegen. Fly by Gilly. Über Gilly, Minmus, Duna. Und dann auf Moon landen. Kein Wunder, dass das Geld bringt, das ist Mist. Ach, verdammt. Ich brauche Geld. Ich brauche unbedingt Knete, weil ich habe einen Plan. Ich habe was ganz Tolles vor. Aber da habe ich keine Mission für. Also muss ich irgendwie an Knete kommen. Da könnte man mal gucken hier bei unserer Administration. Aktuell verzichten wir für 25% unserer Reputation und wollen dafür Science haben. Ich finde, das ist Mist. Ja. Wir wollen nämlich eigentlich Geld haben. 1000 für ein Reputation. Okay. Ganz ehrlich, ich würde die Hälfte weggeben. Kostet zwar ein bisschen, aber ich glaube, das hilft uns, wenn wir Geld kriegen. Jo, mach mal. Was haben wir denn sonst noch? Die können wir, glaube ich, nicht machen. Das ist ausgegraut, weil wir was andere wahrscheinlich haben. Weil wir nicht genug Science haben. Okay. Wir können Science verkaufen. Ne, wir können Reputation verkaufen. 213 bringen 17. Ja, das ist ja. Das ist ja nix. Wir hätten das andere noch mitlassen können. Das wäre ja doof, glaube ich. Ja gut, Science verkaufen. Was haben wir hier? Zum Minimum, Maximum geht runter. Dafür müssen wir die Sachen ja wiederholen und das kostet auch noch Geld. Nee, die Sachen kosten Geld, die können wir uns nicht leisten und die bringen uns, glaube ich, nichts. Funds off on launch costs and ein Depreciate. Okay, die Sachen kaufen wird günstiger. Facility Repair and Construction. Und dafür verlieren wir auch noch mal Reputation. Ich glaube, es wird günstiger damit, ne? Das ist super. On each discount. Also pro Schiff, das wir wegfliegen. Oder für jedes Teil, das wir günstiger kriegen. Das wäre nämlich hart. Ich lasse es dann doch erstmal. Also wir verdienen erstmal Geld durch Reputation. Also können wir theoretisch Sachen annehmen, die Reputation bringen. Das bringt Reputation. Bringt nochmal 20.000 Tacken mehr. Bringt 6.000 Tacken mehr. Jetzt wäre natürlich, warte mal, Duna. Das ist eine Mille, ne? Eine Mille ist super. Kann man nichts gegen sagen. Ich habe gerade irgendwie, Moment mal. Irgendwann habe ich das Gefühl, da läuft was verkehrt. Heller Bildschirm gleich. Dieses Ergebnis so ungefähr.
Moment, ich muss da einmal kurz. So, jetzt haben wir das richtig, glaube ich. Ich muss da einmal kurz was nachgucken. Alles gut, doch, alles, alles super. Könnte nicht besser sein, sagen wir es mal so. Okay, wir wollen dorthin. Fly by Gili Minmus Duna. Es muss ja nicht in der Reihenfolge sein. Wir könnten über Minmus nach Gili fliegen. Boah, Alter. Wir müssen ein riesiges Ding bauen. Ich möchte nicht so ein riesiges Ding. Da baue ich eher was, was nochmal die Duna Station erweitert. Das wäre günstiger. Hey, für View Cupola on the Station. Was ist Cupola? Was ist das? Ja, Orbit und Duna ist ja kein Problem. Stability wird dann auch kein Problem. Auxiliary Research. Ach so, ein Research Lab. Ja, ist klar. 22 Körbel sollen nachher insgesamt drauf passen. Ne? Wir müssen nicht 22 weitere da reinkriegen. Das wäre, glaube ich, zu viel. Das ist klar, das ist das Übliche. Was ist Cupola? Having a view Cupola. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendwas sehen halt. Egal. So. Du wärst jetzt aber ein Körbin, Science und Dorf, Duna. Können noch ein Landemodul mitnehmen. Mit der Station. Und dort absetzen. Wenn Idee. Aber jetzt müssen wir erst einmal gucken. Warte mal. Wir nehmen eigentlich Utility. Wo ist denn das hier? Coupling. Da. Müssen wir aber, weil wir haben auch einen großen Coupler da dran, ne? So. Das Steuerungsmodul ist versteckt. ah, ne, warte, ich muss erstmal gucken. Nein, brauchen wir nicht speichern. Ich muss erstmal gucken, wie viel Platz haben wir denn jetzt bisher da drauf? Die Duna Station. Duna Station 1.1. Haben wir hier Info. Steht aber nicht bei für wie viele, ne? Nö, natürlich nicht. Wie viel Platz hat es für die? Ich glaube 11, ne? Oder ist das die mit 15? Ich glaube, das war die. Okay, wir haben 2, 4, 6, 8, 10. Da passen wie viele rein? Also wir haben mindestens 11. Mindestens 11 haben wir schon hier. Wir haben dort den einzigen Dockingport, ne? Das ist ja, glaube ich, ja super schlau gebaut. Wer baut denn sowas? Wer kommt denn auf die Kackidee? Ich kann das ja nicht mehr steuern, wenn ich das abtrenne, wa? Aber ich hätte mein Dockingboard frei. Seltsam, was ich mir hier zusammen bastel. Wir müssen es abkapseln. Dann ist das Ding aber gar nicht mehr, eigentlich nicht mehr steuerbar. Dann hätten wir die Kapsel frei. Super. Nee, das ist Mist. Die Station zu erweitern ist Mist, auch wenn das gut Geld bringen würde. Was mache ich denn dann Schönes? Wo wollen die Touristen hin? Intinerie, was auch immer das heißt. Das bringt nicht so viel. Ich bringe dich mal ab.
Neue Orbitalstation um Kerbin. 5 Kerbils, 10 seconds to rumble the station. Antenna, docking port, and can generate power. Für 5 Typen. Das ist bringt nicht so viel Geld. Duna Satellit? Nein. Science Data from Space Around Gili. Haben wir um Gili was rumfliegen? Ich weiß es gerade nicht. Haben wir um Gili was fliegen? Also etwas, was auch Science Daten bringt. Wir haben Satelliten um Gili, ne? Gili Station. Gili Relay. Das Gili Relay, ist das? Das ist auch um Gili rum, ne? Ich muss das gucken. Das ist jetzt wichtig. Ja, es ist um Gili rum. Es hat bestimmt auch irgendwo noch ein Thermometer oder sowas, das theoretisch etwas senden könnte. Dann nehme ich den Gili-Auftrag mal an. Wir müssen langsam Geld rankriegen. Ich habe nämlich eine glorreiche Idee. Und wenn ich da jetzt schnell und einfach an Geld rankomme, ist das super. Also. Space Around Gili. Können wir mitnehmen. Okay. Jetzt mache ich das mal schnell. Komm mal her, Gili. Der müsste... Also wie gesagt, eigentlich müsste das ja klappen. Gili, 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 Relay, da. Dann haben wir schon mal ein Grundeinkommen wieder. 100 Tacken. Oder 100.000 Tacken für theoretisch nichts. So. Blinkt alles super. Ey, bisher ist keine Idee wirklich fehlgeschlagen. Nie so, wie sie sein sollen, aber es hat immer irgendwie funktioniert. Die Betonung liegt auf dem irgendwie, aber Hauptsache funktioniert. Neuen Außenposten auf Gili. Geld. Ein Außenposten für 5 Leute. Nein, ich will nicht wieder nach Gili. Nein. Kerbin haben wir nichts. Moonstation 1. Nein, will ich die erweitere ich nicht nochmal. Das reicht. Warte mal. Moonstation 1.0. Hat Moonstation 1.0 nicht schon Platz für 15 Leute? Moonstation 1.0. Da muss geprüft werden. Das ist doch dieses komische Ding hier. Das wurde doch schon erweitert, oder? Ja, genau. Rödel, Rödel. Moonstation 1.0 hat Platz für weit weniger wie 15 Leute. Ja, okay. Für 2, 4, 6, 8, 10. Warte mal. Moment mal. 2, 4. Da passen 2 rein, sind 6. Da passen auch 2 rein. Wenn 8. GV3. Ich habe gerade die Überlegung, ob ich das. Weil die Rallye unglaublich weit. Ich muss bei Gili noch vorbeifliegen. Und dann noch auf Moon landen. Es ist. Ich weiß, das bringt halt eine Mille. Das wäre super, aber irgendwie glaube ich, das wird nichts. Gili, Minmus, Duna und dann auf Moon landen. Da sitzt der nächste Pilot auf Moon fest und das auch nur, wenn wir Glück haben. Ja, wenn du meinst, dann. Okay. Okay, theoretisch muss da kein Pilot bei sein. Da steht nichts von Manet oder sowas. Ne, nochmal nachgucken.
Note. Please note, this must be a new vessel built for Fluid Dynamics Research Labs after the contact is accepted. Ja, haben wir ja. Und dann das Ding auf Moon landen. Wollen wir einen Typen mitschicken? Das ist eine wichtige Entscheidung. Wir wollen einen Typen mitschicken. Ich habe überlegt, ob wir uns einen Science holen. Aber ich glaube, das wird nichts. So, da wir uns entschieden haben, einen Typen mitzuschicken, wollen wir nicht nur auf Moon landen, wir wollen den auch zurückhaben. Ja, also wenn ich jetzt schon durchdrehe, dann richtig. Das heißt, wir haben einen Fallschirm dabei und eigentlich bräuchte ich, habe ich meine komische Box eigentlich irgendwann mal hier abgespeichert? Nö, ne? Nö. Dann bauen wir uns die Box nochmal, das Zeug nehmen wir nämlich da mit. So. Doch, den brauchen wir. Der muss mit. Einfach nur, weil... Ich will gar nicht wissen. Ich glaube, wir hätten dann einen Pilot, der dann so Level 4, 5 wäre, der bestimmt, wenn der all die schönen Sachen hinkriegt. Ne, nicht Electrical. Die Science-Sachen kommen da rein. So, es passt natürlich nicht alle Science-Sachen rein. Nehmen diesen komischen Container mit, weil dann können wir die ganzen Sachen, die wir theoretisch überall noch finden, die können wir dann einlagern. Was? Was hat sonst da reingepasst? Nö. Haben die was gepatcht? Das ist ja kacke. Er war doch sonst immer da mit drinne. Will er nicht mehr. Dann halt nicht. Warte. Kriegen das Ding trotzdem mit. Ich setze das einfach oben drauf. Tack. Yeah, Aerodynamik. Flop. Das sieht super aus. Das muss genau so. So. Okay. Ich weiß nicht, ob das vom Gewicht... Ne, vom Gewicht her dürfte das eigentlich nicht. Aber ich packe da lieber noch ein paar Fallschirme mehr dran. Man kann nie genug Gewicht bei sowas dabei haben. Das ist wichtig. So, trotzdem. Science. Wir brauchen ein Thermometer, das ich nicht sehe. Doch, da. Eins, bitte. So, wir haben ein Thermometer. Wir nehmen ein Seismo-Ding mit, weil warum nicht? Wir nehmen noch ein Barometer mit, weil das brauchen wir auch. Das Surface-Scanning-Modul da drin, ich weiß nicht, können wir das da drin verwenden? Ich weiß immer noch nicht, wofür das da ist. Aber wir nehmen es mit, weil wir es können. Atmosphärending bringt nur was, wenn man Atmosphäre hat. Das habe ich mal nachgelesen. Also deswegen brauche ich das nicht mitschleppen, weil... Ne, warte mal. Das ist jetzt ja nicht gut sortiert hier. So. Jetzt überlege ich gerade, dass wir eigentlich noch ein Science mitnehmen müssen, weil wir wollen ja nachher den Gu-Container vielleicht mehrfach benutzen. Die Möglichkeit haben wir aber nicht. Also geben wir uns somit zufrieden. Ich packe da noch ein paar Batterien rein, nur für den Fall. Können andere Batterien außen drumherum kaputt gehen. Man muss mit allem rechnen. So. Das ist doch mal ein schöner Kasten. Machen wir zu. Sieht keiner. Total aufgeräumt. So, damit das alles funktioniert. Mit der Landung nachher. So. Das Ding soll zurück. Schick. Ich mag das jetzt schon. So, dann das Ding auch zurück. So, ich weiß nicht, wir packen noch eine Leiter. Eine Leiter dran. So, packen da eine Leiter dran. Wir packen auch eine Leiter dran, die man ausfahren kann. Nö, brauchen wir noch nicht. Coupling. So. Okay. Theoretisch, das ist ja bei mir immer ganz wichtig, reicht so ein Tank, um nach Hause zu kommen. Also wenn der komplett voll ist auf Moon, müsste der reichen, um nach Hause zu kommen.
Also er reicht zumindest für die Kapsel. Mit dem ganzen anderen Rotz weiß ich das nicht. Also nehmen wir lieber eine größere Hand. So. Du bist unser Wir-kommen-nach-Hause-Teil. So. Super. Brauchen wir mehr Leitern? Kriegen wir auch hin. Dank. Kann er bei dem EVA auch viel besser rumklettern. Da jetzt noch einen Tank dran? Nee, das muss reichen. Also ich bin mir sicher, ich bin mal mit dem Kleinen nach Hause gekommen. Und der ist jetzt doppelt so groß. Nun, weil starten wir eine Rettungsmission, weil ich da ja auch so gut drin bin. Das können andere vier Kerbels ein Lied von singen. So, jetzt wollen wir natürlich auch landen. So, in der Theorie reichen die drei zum Landen. Ich bin sehr theoretisch. So, die sollten den Orbit darum brennen und dann kommt man auch irgendwann runter. So, das heißt, wir brauchen dafür noch Füße. Füße, da. Die sind viel zu groß für das kleine Ding. Die nicht. Die sind super. So. Und so. Aufgrund der hohen, niedrigen Gravitation kann der danach auch hochspringen. Das reicht. So, jetzt hat er da ein paar Batterien drin. Das ist schön. Ich möchte aber auch noch ein paar Panels haben. Nur für den Fall. Jetzt habe ich wieder drei. Ich wollte eigentlich vier. Wieder drei. Aber falls ich mal über die Liga gehe, ne? So. So. Der Strom bringt mir gar nichts. Der wird mir was bringen. So. Strom. Ja, nee, mach doch einfach alles auf einmal. Wie viele Leute hatten wir gesagt, sind bei Duna? Also wie viel Platz haben wir da für 12? Wir sollen auf 22. Nein, das ist... Wobei, Moment mal. Wenn ich jetzt so einfach irgendwas dran setze... Ich kann es ja abkapseln und wegschmeißen. Also ich könnte da oben jetzt einen Dockingport dran setzen. Warte, ich muss... Apropos, ich muss dafür sorgen, dass ich die abtrennen kann. Also ich könnte halt theoretisch... Die sind aber groß. Also ich könnte ja theoretisch einen Dockingport da oben dran setzen. Und die untere... Die irgendeine Stufe hier drunter, die hat halt... Keine Ahnung. Die hat halt Unterkünfte. Wir docken mit dem gesamten Ding an. Wir erfüllen die Mission, docken ab, schmeißen den ganzen Scheiß weg und fliegen wieder. Dieses Ding kriegen wir niemals in einem Schwung hoch. Können wir mal gucken, wir haben knapp 10 Tonnen nur für den Lander. Auf Moon. Ich muss die Rakete schon mal hoch ansetzen. wir haben keinerlei Begrenzung, ne? Nein, super. Wir können jeden Scheiß mitmachen. Ich überlege, ob wir da gleich noch eine Stage drunter packen. Aber welchen Flug machen wir? Wir gehen von Kerbin am besten über Minmus. Jetzt ist die Frage, erst nach Gili oder erst nach Duna? Können wir über... Wir müssen nur ein Flyby bei Duna machen. Ich möchte dort keinen Orbit brennen. Wir lassen den Stationsteil weg. Können wir uns über Duna nach Eve katapultieren lassen? Also, ich kann das nicht, aber wäre es theoretisch möglich?
Wie so ein Flyby, wo Schwung mitnehmen, wieder ins Innere und dann gib ihm. Theoretisch ja. Oder ist es besser, man lässt sich von. Gili kann er nicht beschleunigen, Gili schläft ja ein. Schauen wir mal. Also, eine Stage. Alles gut. Nächste Stage. Der Teil, der uns nach Moon bringt. Die Frage wäre halt von wo? Erstmal wäre die grundsätzliche Frage, ich glaube, ich sollte hier den Payload setzen, um das Ding erstmal einzupacken. Wann was wegschmeißen ist ja egal, Hauptsache, wir haben es erstmal weg. Theoretisch brauchen wir aber den Kron. Nein, es geht noch nicht. Halt. Genau. Wir gehen erst in die Breite. Genau, wir gehen erstmal in die Breite, weil das können wir. Und sagen. Nee, dich nicht, glaube ich. Du warst das. Na, nein, du machst das genauso. Du. Du. So, du brennst und keine Ahnung, den Orbit um Moon. So, damit wir da vernünftig landen können. Du bist die Moon-Landestufe. Klingt voll nach dem Plan. Damit haben wir schön groß. Halt, ich müsste die Klappleiter drunter setzen, sonst macht das Probleme. Nein. Nein. Ja. In bunt. Till. So. Super. Sieht fast aus, als müsste das so. Egal. Aber warum seid ihr alle einzeln? Also das seid ihr. Ihr drei, ihr drei. Die Stufe, weg, Landung. Okay, wir landen, nachdem wir das weggeworfen haben, nachdem uns das nach Hause gebracht hat, nachdem uns das gelandet hat, nachdem uns das in den Orbit gebracht hat. Okay. Halt. Halt. Oh. Nein. Nein. Murphys Gesetz, immer der Letzte. So. Gut. Wir gönnen uns jetzt dieses wunderschöne Ding. Und jetzt brauchen wir das, was am meisten Bums in All macht. Sind das immer noch die Rocket? Kann ich damit die Flybys ordentlich auch machen? Ja, ne? Halt, Moment. Bevor ich es nachher vergesse. Und ja, Husten. Ich habe ja auch gerade erst wieder mit dem Stream angefangen. So, die. Ich nehme so einen Teil einfach nur mit. Das macht das beim Start vielleicht schon mal ein bisschen stabiler. So. Und euch sowieso. Ihr kommt dahin und ihr kommt dahin. Und jetzt. Wo sind denn unsere. Ich teile mich in vier auf. Das habe ich natürlich noch nicht geforscht, wahrscheinlich, ne? Ja. Oh, wie niedlich. Es gibt doch Tanks. Was bist du denn? Cool. Oh, mit dir muss ich was machen. Aber es gab doch die. Los, komm, lass vier draus machen. Muss ich das noch erforschen? Warte mal. Das ist
Rallye 1.0, nur damit ich es schon mal habe, speichern. Dann gehe ich mal bei Science gucken, ob ich das überhaupt erforscht habe. Ich glaube nämlich, das fehlt noch. Muss alles erstmal geprüft werden. So, Science. Dann ist das. Nee, da ist das nicht. Du bist das. Nein, das sind auch nur Einzelteile. Nö. Ich weiß nicht, wo das ist. Es gab doch einen, da konnte man aus einem vier machen. Gibt's das nicht mehr? Haben die das Das kann natürlich sein, dass es raus ist. Es gab das früher mal. Es gibt das auch mit dreien. Es gab es auch mal mit vieren. Gab es das in der großen Größe vielleicht nicht? Das kann ja auch sein. Stack Tree Coupler. Und es gab auch einen Quad Coupler. Ich weiß aber nicht, ob es in der Größe das gab. Das ist danach auf alle Fälle auf die kleinere Größe, glaube ich, gegangen. Und da konnte man die Triebwerke so super dran setzen. Aber das wird ja da nicht sein. Das müsste ja sonst. Ist das sonst was Strukturelles? Nö. Was bist du denn? Nein. Na, Flugzeug, das mit den. Damit sind wir ja sogar selber schon mal weggeflogen. Ach, egal, wir machen es anders. Ich möchte aber eigentlich die vier Triebwerke jetzt da drunter haben. Flugzeug, Flugzeug, Flugzeug. Jetzt habe ich gleich gut, ob ich das geforscht habe. Ich habe gesehen, dass es da was gibt und habe es einfach wieder. Ja, okay. Auch zu klein. Panther After the Turbo Fail. Ach, das ist ein Flugzeug, ne? Ja, okay. Bist du der hier mit Wir fliegen im All? Planet Hopping, okay. Strukturell. Liegt ein Adapter? Nein. Okay, den hat. Ja, aber der ist von klein auf groß. Also von klein auf auch klein. Und der ist auch von klein auch auf klein. Ja, irgendwie habe ich gedacht, gab so einen Vierer. Der von groß auf vier kleine geht. Bin ich mir fast sicher, ich kann mich aber natürlich auch irren. Also müssen wir jetzt dieses Ding mitnehmen. Dieses Ding bringt uns. Boah, wo kann uns das wohl hinbringen? Zurück nach. Dann fehlt mir die Forschung noch, ja. Moment, ich gehe jetzt nochmal die Forschung gucken. Und wenn ich gleich einmal mal kurz auf einem. Warte mal, also wenn, dann bliebe ja nur noch. Das passt nicht. Da passt nicht. Ach, das auch von klein auf vier. Okay, vielleicht habe ich. Kann ja auch sein, dass ich mich da. Gut, hier ist einer. Der macht das auf vier einzelne. Aber halt auch. Noch nicht für uns möglich. Und da gibt es einen, der hat direkt vier dran. Ja, super. Und hier, da sind sie. Die großen. Aber so weit sind wir noch nicht. Okay. Ach, na, Bind. Damit können wir nicht arbeiten, wir müssen das halt anders machen. Dann müssen wir halt mit dem arbeiten, was wir haben und hoffen, dass wir durch die Mille das Geld zusammen. Nein, das Geld ist dann eigentlich schon fest verplant. Ich will alles irgendwann haben. Ja, okay, trotzdem, weiter. So. Okay. Das Ding bringt uns von. Weiß ich nicht. Kann uns dieses Ding von Gilly zurück nach Kerbin bringen? Bestimmt, oder? Wir gehen davon aus, dieses Ding kann uns von Gilly nach Kerbin bringen. So. Dann möchte uns irgendetwas von Duna nach
Eve und Gilly bringen. Das macht es schon wieder komplizierter. Gerade über Lego, macht man das in einzelnen Stages? Also mache ich jetzt nochmal so ein selbes Ding? Weil irgendwie glaube ich, dass ein voller solcher Tank, also ist es halt eine Vermutung, mit so einem Ding unten dran, reicht, um mich von einem Planeten zum nächsten zu bringen, voraussetzt, ich kriege ein Swing-By vernünftig hin. Und ein Swing-By bei Duna müsste uns eigentlich gut abbremsen können, wenn ich das richtig hinkriege, dass wir relativ nah bei Eve vorbeikommen. Das Problem ist nur, dass wir im Eve-Orbit so arbeiten müssen, dass wir Gilly treffen. Das ist ja... Nee. Okay, wir gehen davon aus, dass das funktioniert. Sagen, okay. Moon-Modul. Bring uns nach Gilly. Nee. Moon-Modul. Bring uns nach Kerberin, bring uns nach Gilly. Und jetzt brauchen wir das große Bring uns nach Duna-Ding. Super. Wir müssen ein Gewicht von aktuell 100 Tonnen wegschießen. Ja. Am besten direkt übertreiben. Ein bisschen Platz haben wir ja noch nach unten. Ist gut. 2, 3. So. Das habe ich dann zu nah dran, ne? Dann macht er dann die fetten Tanks da nicht mit, wenn ich da einen Sechser dran mache, oder? Ja, aber sowas von. Scheiße. So. Und so. Sollte die oberen Stages dann eher parallel zueinander setzen? Weil dass ich sage, so hier, wir nehmen das weg. Und ich packe hier oben sozusagen auch nochmal einen Dreier dran. Dann kommen wir auf alle Fälle erstmal überall hin. Können wir ja auch machen. Moment mal. Wir machen... Nein, nicht 6. Das wird ein bisschen OP. Warte mal. Seid ihr aber im Weg. Euch nehme ich gleich nochmal. Nein, nicht euch, dich. So. So. Was? Hilfe. Das Spiel dreht gerade durch. Wir können das auch so machen. Das wird uns an viele Ecken bringen, würde ich sagen. Nein. So. Dasselbe brauche ich da unten ja auch nochmal, ne? Kacke. Entschuldigung. Sitzt jetzt da oben drinnen, ne? Zu hoch gesetzt. So, da sitzt es nicht drinne, hier sitzt es nicht drinne. Aber jetzt fällt mir gerade ein, wir wollen es ja noch irgendwie stabil halten. Ich möchte mehr von diesen Rädchen dabei haben. Nein, von euch. Wenn ich da die Kappe draufsetze, ist es wieder zu hoch. Ich komme da nie mit klar, was, wo sich, wie es so befindet. Hallo? Aerodynamics? Da? Da? Ne, doch, super! Das muss genau so aussehen. Hä?
Da hängt irgendwas Rotes drinne. Warum? Hau mal ab hier. Stört meine Optik. Oder? Control, Controls. Da. Da außen dran bringen die nichts, ne? Aber da, so. Okay, das Ding kann sich drehen. Sollten wir vielleicht noch ein bisschen stabiler machen. Nur für den Fall. So. So. Okay. Gut. Ein großer Bums drunter. Alle, wo haben wir sie? Oh. So. Schick aussehen tut sie ja, ne? Gut, jetzt kommt wieder dieses wunderschöne Fuelstwax-Theater. Wo ich gerade nicht weiß, wie soll ich denn jetzt in den Inneren reinkommen? Habe ich ja super hingekriegt. Mal, du bist einer. Super. Und du bist der andere. Traumhaft. Dann gehst du nach da. Du nach da. Du bist das Ding, was wir haben wollen. Dann kannst du nach da. Und der auf der anderen Seite. Also meine Hoffnung ist... Nein, das wird glaube ich nicht aufgehen. Diese Stufe bringt das Ding erstmal hoch. Hat dann vielleicht noch ein bisschen Saft über, was wäre cool. Dann könnte man damit halt, wir müssen ja einen Swing bei Minmus machen. Ne, weil da muss man ja dran vorbei, ist ja wichtig. Dann reicht der mittlere Tank vielleicht noch ein bisschen Schwung Richtung Duna, fällt dann irgendwann aus. Die feuern mit. Erstmal nur die drei. Die drei sollten den Swing bei Duna dann auf alle Fälle gebrannt kriegen, der aber so super laufen muss, dass der uns wieder in einen inneren Orbit um Körbel bringt, damit wir Richtung Eve kommen. Dann haben die vielleicht noch ein bisschen Saft über, zusammen mit dem, um uns nach Gilly und wieder rauszubringen. Ich glaube, wir bräuchten... Nein, wir brauchen nicht noch eine Stufe. Das wird genau so laufen. Locker weg. Außerdem haben wir jetzt schon fast 1000 Tonnen, das ist in Ordnung. Und ohne Booster wird das Ding sowieso nicht laufen, aber bevor ich das mache, nochmal das Staging. Gut, das Ding landet, das wird abgestoßen, die Stufe, die uns vom Moon nach Hause bringt, die Triebwerke, die uns auf Moon landen lassen, die Abkapselung der Stufe, die uns nach Moon hinbringt, die Abkapselung des komischen Gedöns hier oben, Abkapselung des ganzen Transfers von Gilly. Ja, das ist schon mal doof, wenn das so rumläuft. Denn hier drunter solltet ihr. Und da drunter solltet ihr. Und wer bist du? Ach, du bist das ja ganz unten. Okay, ihr gehört zusammen. Ich kann da auch noch einen Ring von denen drum machen. Dann bin ich aber zu verwirrt, was dieses Asparagus-Staging angeht. Dann drehe ich durch. Dann lieber Booster. Auch wenn du die nicht so magst, ich finde die super. Außerdem haben die uns bei unserem Shuttle auch grandios geholfen, die Booster. Also...
Ihr geht weg. Ihr muss jetzt aufgeteilt werden. So, der abstößt, ist der hier. Okay. Das heißt, du bist der Letzte. Du bist der Vorletzte. Dann bist du der Erste. Der Letzte, Vorletzte, Erste. Ich habe jetzt die Vorletzten genommen, ne? Ja, super. Erster? Moment mal, den habe ich jetzt ganz... Halt nochmal zurück. So, nochmal. Also. Du bist der Letzte. Vorletzter. Letzter, Vorletzter, Erster. Letzter, Vorletzter, Erster. Okay, doch. Letzter, Vorletzter, Letzter, Vorletzter. Okay, funktioniert. Hier läuft immer was schief, ob mit oder ohne Booster, ist egal. Und ich habe ja zum Glück immer wenigstens noch die Möglichkeit drinne gelassen, dass ich was wollte ich jetzt sagen? Habe ich schon wieder vergessen. Läuft bei mir heute. So, egal. Das Ding muss ja irgendwie nachher vom Boden wegkommen. Also gönnen wir uns eine Menge großer Booster. So, fertig. Die da abgeworfen werden müssen. Jetzt ist die Frage, nehmen wir die ganz großen direkt? Na, wir nehmen erstmal die. Wir versuchen es erstmal mit den, nein, mit den kleinen schaffen wir es nicht. Das ist zu schwer. So. Wir haben unsere Booster. Die bekommen jetzt alle noch ein Käppchen auf. Wir drosseln die mal erst. Dann brennen sie ein bisschen länger. Wir haben ja einen Dreier-Tank mit. Dann ist das nicht schlimm, wenn wir die drosseln. Bei einem Zweier müssen wir die auf 100 lassen. Sonst sind die erst nach den normalen Tanks leer. Das ist ja immer doof. Dann müssen wir die für Leertanks noch gebrauchen. Das wollen wir ja nicht. So, jetzt werden wir wahrscheinlich das Problem haben, dass wir noch immer nicht diese Separatron-Dinger haben. Und uns dann wahrscheinlich nachher die Teile unten die Triebwerke wegreißen. Das ist eigentlich das Hauptproblem bei Boostern. Ja, stimmt, der rechte, ne? Also der in der Mitte, den kleinen Unterschied, damit kann ich auch noch leben. Aber beim anderen hasse recht. So, jetzt ist der Kappler ein bisschen asymmetrisch, glaube ich, aber egal. Damit kann ich leben, das ist nämlich keiner. So, jetzt haben wir dieses Ding hier. Was stelle ich erstmal fest? Wir haben keine Antenne. Das ist doof. Das ist die Frage, wir könnten hier eine... Ja, wir bringen da mal erstmal eine Antenne an. Eine bitte. So, dann kann der schon mal mit seinen Leuten zu Hause telefonieren, falls er irgendwo verschollen geht. So. Es reicht strommäßig natürlich gut für das, was er hat seine vier Batterien da drinne, hat seine drei Dings, das ist locker flockig weg, alles gut. Beim Rest eher nicht so, ne? Ja, wir nehmen großen Ring Batterien mit.
Ja, wenn der erstmal wieder bei Kerbin ist, dann kann er mit denen, und wenn er halt ewig auf Mond diese Teile. Nein, der kriegt noch welche. Wir müssen nur, ich überlege gerade nur, wo ich sie ranpacke. Ich muss die, glaube ich, irgendwo hier draußen ranbringen. Überlege ich gerade. An den äußeren. Ich weiß nicht, ob ich hier drinnen welche anbringen sollte. Am ehesten noch, ne? Hätte ich die richtigen genommen? Ist egal, nehme ich halt die. Gut, wir sprengen das Ding. Ist jetzt die nächste Frage, ob ich das Ding ganz früh wegsprenge. Ach. Knallt das hier kaputt? Moment. Jetzt geht das gleich los. Wobbel, wobbel, wobbel. Na? Da denkst du dich auch, ja, mit dem Kackteil lasse ich dich nicht starten. Ah. Schwarz. Ja, nee, das musste so. So, die Frage ist ja, so. Nein, nicht das. Ich. Das will ich. Nein. Ach, egal, mach ich. Okay. Es reißt nicht die. Ich weiß ja nicht, mit wie viel Kraft das da rausfliegt, ne? Musste ich ja erstmal testen. Doch, kriegt es noch. Man hat ja gesehen, dass das nicht so gut lief. Ich wollte nur gucken, nicht, dass ich das jetzt so schön gebaut habe, hochschieße und wenn ich dann nachher oben die Hülle wegsprenge, dass ich mir damit die äußeren Triebwerke beschädige. Das hätte ich doof gefunden. Nein, du bist ein guter Pilot. Du kommst nicht mit. Wir nehmen hier kannst du auch kriegst ein paar Level dazu. Alles gut. So. Wir haben Strom. Wir haben Panels. Wir haben keine Action Group. Dann wird gleich wieder gejammert. Moment. So. Jetzt haben wir nur ein Packen ACS dabei. Ja, muss reichen. Ich brauche ja bei Gilia auch keinen Orbit. Ich muss ja nur vorbeifliegen. Wir sind optimistisch. Und sagen aufgrund dessen, das wird genau so jetzt funktionieren. Schade. Ich habe das dazwischen schöner gefunden, aber dann liegt der im Booster, ne? Ne, theoretisch nicht. Das sieht doch schick aus, wenn man das so macht. Nur vielleicht nicht ganz so hoch. Ah, geht doch was. Huch, da ging zu viel. Super. Ja, das ist ja günstig. Ich denke, das ist aber dann instabiler, wenn ich die Dinger so hochsetze, oder? Ich kann ja nicht schon auf einen Kilometer starten. Wenn ich das jetzt so mache. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht so statisch, nicht so super ist. Ich kann die Zeit gleich machen, ruhig, ne? Ja, kann man. Naja, dann sparen wir uns 20 Meter.
Das muss ich ja nicht. Ich weiß, dass das auch so war, aber ich finde das halt optisch sieht das jetzt statisch nicht so super aus. Oh. Ich habe bei den Boostern was vergessen. Ich sollte die noch ein bisschen fixieren, dass schon. Ja. Ich fixiere euch mal hier oben. Dann wackelt er nicht so. Dann komme ich vielleicht auch heile hoch. Und ich fixiere euch hier unten einfach nur nochmal zusammen. Was nicht geht aufgrund der Stütze darunter. Meh. Mist. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann halt so. Ja, ich habe das sonst auch so gemacht. Erst Triebwerke zünden, dann direkt das, aber ich. Weil wir sonst runterfallen, ne? Das wollen wir ja auch nicht. Macht Aua. Was? Ist Amy kein Pilot? Ah, ist ein Ingenieur. Ja, guck mal, dann kann das ja nichts werden. Dann halt anders. Sorry, ich wäre gern mit dir geflogen, aber du bist ein Engineer. Dann nehmen wir Merly mit. Merly, wir machen das. Zusammen, gemeinsam. Und jetzt ändere ich das Staging noch so, dass wir. Dass ich zweimal schnell hintereinander die Leertaste drücke. Und wenn ich ein drittes Mal drücke, dann haben wir ein Problem. Ja, aber ich glaube, wenn das Ding fällt, dann kippt das auch. Auch wenn ich natürlich unglaublich symmetrisch gebaut habe, was die Gewichtsverteilung angeht, wird die, glaube ich, nicht einfach gerade runterfallen, sondern dann eher leichter Neigung und dann stehen wir sonst wo. Oh, ich habe SAS dabei. Super. Oh Gott. Wie viel Gas muss ich denn jetzt geben? Nicht so viel, ne? Los! Doch, ich sollte viel Gas geben. Okay, das warte mal. Wir machen doch 100% was bei den Boostern, weil sonst verheizt sich mein ganzen Sprit ja schon vorher. Geht ja mal gar nicht. Halt. Voll, bitte. Und mit den anderen auch. Ich mag immer so gerne Sprit sparen. Nein, tue ich nicht. Ihr wisst, wie ich fliege. Ach, okay. Ja, geben am Anfang Vollgas. Und hoffen das Beste. Vollgas. Duck. Bisschen raus. Und diesem schönen Ding beim Starten zu gucken. Na. Eigentlich eine Verzögerung. Ich kann nicht zweimal direkt in Folge drücken, dann funktioniert nicht, das nicht so, wie ich das gerne hätte. Das geht beim Liquid trotzdem ein bisschen runter, weil wir beschleunigen ja noch und das ist gut. Wir beschleunigen auch gar nicht mal so schlecht, finde ich. Ach, Merli, du siehst begeistert aus. Sind wir zu flott?
Wir sind ganz schön flott unterwegs, ne, finde ich, für die Höhe. Okay, alles gut. Läuft. Die erste Frage kommt eigentlich gleich erstmal beim Absprengen der Booster, ob wir uns was wegreißen. Das passiert ja immer mal wieder gerne. Ja, zu früh. Ich habe nur viel zu früh gedrückt, ich voll vom. So, schnell loswerden. Überholen die uns doch kurz. Na schön. Ja, das macht es. Naja, gut. Nochmal. So, Vollstoff am Anfang. Und hoch. So, nicht ganz übertreiben. Wir sind aus dem Gerüst raus, wir können ein bisschen Sprit sparen, die Booster machen das schon. Ja, alles top. Ich wollte auch eigentlich diese anderen komischen Triebwerke mal nutzen. Hätte ich jetzt statt den Boostern nehmen können. Diese komischen, schräg angewinkelten Teile. Egal, beim nächsten Mal. Und diesmal warten, bis die Booster auch wirklich leer sind. Ist hilfreich. Vor allem gehe ich irgendwie noch davon aus, dass die Rakete wahrscheinlich doch zu klein ist für das, was wir vorhaben. Einfach weil wir kriegen 1 Million dafür und haben nur 400.000 dafür ausgegeben. Und ich denke, die Gewinnspanne ist zu groß. Die kann so nicht richtig sein. Noch nicht kippen dürfen, glaube ich, ne? Es reißen uns gleich die anderen Triebwerke wahrscheinlich, die anderen Tanks raus. Ja. Die sind zu lang, ich darf damit nicht kippen. Ja. Jedenfalls nicht in diesen unteren Schichten. Ich muss dann doch erst weit oben den Orbit brennen. Das ist ungünstig. Das ist nicht so schön. Haben wir diese Separatrons? Habe ich immer noch nicht, ne? Sind die in der Tier 2 oder Tier 3 Forschung, dass ich die noch kriege? 120 Science habe ich ja noch. Das wäre mal ein Blick wert vielleicht. Wenn ich jetzt ins Space Center gehe, dann bleibt die so stehen und ich kann die nicht mehr resetten. Ich muss die dann so nehmen. Nein. Nochmal. Vollstoff hoch. Alternativ die größeren, die Kappler. Sind das nicht schon die größten? Ich habe, glaube ich, nur drei seitliche Decoupler. Das sind einmal die mit diesen, die hier dran sind, die mit den Füßen. Die schmalen, die anliegen, und daran sind jetzt die großen, die anliegen. Oder gibt es noch mehr? Das sind ja nicht die größeren. Also die mit mehr Abstand, ja. Aber die, die hier dran sind, die sind ja größer, flächenmäßig. Deswegen dachte ich, ich
Ich versuche es jetzt noch einmal so, mit dem ich gerade hochstarte und erst nach der ersten Stage von denen neige, ob das was bringt. Oder ob wir da nicht schon viel zu hoch sind, um noch brauchbar mit dem Teil irgendwo hinzukommen. Weil sonst schieße ich halt aus einer hohen Höhe dann erst in Orbit. Das kriegt man auch hin. Ist jetzt nicht spritsparend. Aber machbar ist es ja. Die müssen halt schön gerade runter wegfallen. Deswegen darf ich vorher nicht neigen. Ich glaube, bei der nächsten Stufe wäre es egal, weil dann sind wir schon so weit oben. Theoretisch. Dass das nicht mehr stört. Ein kleiner Nippel da oben, der reißt es voll raus optisch. Das macht er nicht. Der mag Booster abtrennen zum Explodieren. Das mag der gar nicht, mein armer Rechner. Na und. Super. So, und jetzt kippen wir einfach schon mal. Nur noch ein bisschen mehr Gas geben. So. Melee ist zufrieden. Zumindest sieht sie gerade noch danach aus. Ja, dauert noch. Ah, wir haben ja auch noch genug Sprit dabei, wa? Jetzt haben wir natürlich, okay, müssen wir das gleich im Orbit machen. Wir müssen ja den richtigen Punkt erwischen, wo sich Duna nachher befindet. Damit wir überhaupt durch den Flyby bei Nimbus irgendwas da rausholen. Oder? Wir müssen ja theoretisch so schießen, dass wir halt da wirklich schon hinkommen. Er mag das Abtrennen heute generell nicht, habe ich festgestellt. So, mach mal. Jetzt alles gut. Jetzt kann erstmal, ich sage erstmal, orbitmäßig kann jetzt nichts mehr schief gehen. Sagt ihr und hat nicht dran gedacht, dass wir noch einmal da rum müssen? Aber alles gut. Das, also, wir haben genug Sprit dabei, dass der Orbit kein Problem sein dürfte. Ob ich den gebrannt kriege, ist dann eine andere Sache. So schön ist, wir können uns von da aufgrund des geringen Anschaffungspreises können wir uns sogar 3 Raketen leisten. Und ich habe gerade festgestellt, ich habe vergessen, jetzt noch eine größere Antenne mitzunehmen. Ich habe jetzt nur die kleine da hinten drauf. Da wir aber ja weiterhin sagen, wir haben ja ein gut ausgebautes Satellitennetzwerk, kommen wir damit schon irgendwie klar. So, und ich stelle fest, ich muss durchgängig brennen und ich darf nicht flacher werden, weil sonst übersteigen wir gleich die Apoapsis. Und das möchte ich nicht. Guck noch mal. Meine Idee mit von wegen, wir haben genug Sprit, die stirbt gerade langsam und so vor sich hin. Weil das Ding einfach so unglaublich schwer ist. Wer baut eigentlich immer so schwere Sachen? Das ist ja schrecklich. So, 10 Sekunden.
die scheinen sich erstmal zu halten. Okay, wir sind jetzt auch erstmal schon mal im All. Wir haben die benötigte Höhe erreicht. Wir entfernen uns. Also die Apoapsis haut immer noch nicht ab, doch jetzt langsam. Nassarbeit. Ah, jetzt kommst du näher, ne? Jetzt haben wir zu wenig Saft. Jetzt müssen wir noch wieder auf Höhe gehen. Aber die Idee an dieser Stufe war ja... Die Idee war ja eigentlich, uns in Orbit zu brennen und über Minmus rauszuschießen. Mit etwas Glück klappt das noch. Ich finde, das wobbelt noch ganz schön. Komm schon, du wirst doch wohl jetzt den Orbit hier gebrannt kriegen. Ich mag das Wobbeln irgendwie ein bisschen mehr. Oh. Nicht abhauen. Na? Na, der Plan geht auf. Alles gut. So, einmal bitte da drauf jetzt. Der wackelt mich aber nach unten. Da will ich auch nicht. Ich will ja nicht wieder nach Körben fliegen. Da nicht hin. Reicht nicht dafür. So. Alles super. Hup. So. Okay. Ein Drittel haben wir noch. Ich schmeiß das jetzt mal hier weg. Weil wir brauchen ja auch... ich möchte ja das Stromproblem gerne umgehen. Schick. Und gleich verschmeißt versehentlich die Triebwerke an und alles ist weg. So, okay. Stromproblem ist behoben. Jetzt ist die Sache, wir befinden uns hier. Duna ist im Vorlauf. Ich glaube, nee, das ist Dres. Duna ist ganz schön weit hinten. Ich glaube, ungefähr auf der Position müsste, also ungefähr, Duna müsste, glaube ich, hier sein, damit wir den direkt erreichen können. Jetzt ist Duna da hinten, das ist nicht schön. Aber wir schießen uns jetzt einfach irgendwo hin. Die Sache ist halt die... Okay. Minmus. Minmus ist hier. So. Ich möchte mich eigentlich nach dahin rausschießen lassen. Das heißt, ich muss hinter ihm weg. Dann beschleunigt der, ne?
Ich könnte mich aber vom Moon mitnehmen lassen. Aber da sollen wir jetzt ganz am Ende landen. Jetzt warte mal. Ach, der Punkt ist da, ne? Der Schnittpunkt. Scheiße. Ich glaube, wir brauchen ein paar Durchläufe. Bis uns Minmus mitnimmt. Da gehe ich gerade irgendwie von aus. Ist aber nicht schlimm. Duna ist hier eh in der falschen Position. Wir können nicht schnell warpen, weil wir einen sehr niedrigen Orbit haben. Ist gerade nicht. Halt, oh. Halt. War das jetzt Moon, der mich da? Das ist Moon. Boah, über Moon nach Minmus. Das geht bestimmt auch, ne? Das wird uns. Ach, ich stelle aber gerade was ein? Oder was war das? Wahrscheinlich, ne? Nochmal weg wieder. So, wir müssen doch da hinten irgendwo mit. Na. Jetzt mal als Tage, dann gucken wir mal, wo der sich befindet. So weit weg jedenfalls. Nach. Falsch gedrückt. Alles gut. So, okay. Moon, lass mich in Ruhe. Mit dir will ich gerade nichts zu tun haben. Ich mag dich zwar, aber gerade nicht. Da hinten bist du erst. Das ist ja doof. Oh, warte. Oh, da waren sie doch gerade. Ach. Wer hat sich eigentlich Moon ausgedacht? Das ist ja totale Scheiße. Wir könnten natürlich noch ein bisschen mit drehen, weil deswegen erwischen wir ihn hier vielleicht nicht. Warte mal, drehen war es. Du? Du drehst was, ja, aber. Ach, Moon! Lass mich in Ruhe. Achso, so nicht. Verdammt. Krieg ich den? Wir kriegen den. Oder auch nicht. Da. Ich hab da noch falsch rumgedreht, wa? Kann ja nichts werden. Nochmal weg. Doofe Note. Wie auf dem Rückweg. Ich muss den Schwung theoretisch würde ich ja mitnehmen nach dahin raus. In meiner kleinen Welt würde das bedeuten, er bringt mich raus.
Wenn ich ihn auf der anderen Seite erwische, wird er mich ja nach dahin schleudern. Oder? Theorie und Praxis sind wahrscheinlich unterschiedlich. Das Problem ist halt einfach nur, dass ich den treffen muss. Weil Mission sagt, flieg an Minmus vorbei. Doch, jetzt habe ich wieder die anderen Noppen. Diese Steuerung hier manchmal, ne? Schau mal her. Raus. So, nochmal. Ganz nah dran. Gucken, was ich mache. Immer schon schwer genug. Hallo Moon. Lass mich in Ruhe. Willst du nicht, ne? Ne, in dem Umlauf will Moon mich nicht in Ruhe lassen. Minus braucht ein bisschen länger, ne? Also theoretisch habe ich, glaube ich, noch einen. Vielleicht auch nicht. Jetzt habe ich da wieder was anderes geklickt. So. Jetzt doch mal. Schon wieder Moon. Moon kommt mir immer wieder in die Quere. Jetzt bin ich, jetzt lasse ich mich von Moon rausschießen. Das ist doof. So, da habe ich ja etwas, was aussieht wie ein Encounter, mir aber nicht hilft. Also was ein Encounter hätte werden können. Aber will halt nicht. Ja, hallo Moon. Ich überlege gerade, Moon mitzunehmen. Einfach nur, weil der das ja eh unbedingt möchte. Dann habe ich einen höheren Orbit, um dann vielleicht Minmus zu treffen. Unwahrscheinlich. Da hinten treffe ich den eh nicht. Wie viel hat Minmus denn jetzt? Der hat in diesem einen Umlauf auch kaum eine Strecke zurückgelegt. Das dauert noch ein paar Runden. Ich hätte einen höheren Orbit machen müssen. Er bewegt sich ja kaum. Eine andere Sache wäre halt... Okay. Ich versuche es jetzt einfach mal auf der anderen Seite. Halt. Einfach nur, weil warum nicht? Da-dum. Und da haben wir jetzt diese dämliche Position, dass er tiefer ist und wir ihn deswegen nicht kriegen. Ne, der dreht falsch rum. Ja, jetzt schieße ich mich raus. Das ist doof. Okay. Wir hätten da was. Aber wenn ich jetzt... Er soll mich ja eigentlich rausbringen. Aber es wird er ja auf die Art nicht. Ich drehe mich jetzt falsch, ne? Wie kann ich das nach unten drehen? Nach unten kippen. So. So. Ja, eigentlich sollst du mich... Ich glaube, ich kann mich von dem nicht wegschleudern lassen. Andere Sache. Ihr seid Profis. Von Minmus über Kerbin rausschleudern lassen. Ist das nicht eigentlich besser? Also, dass ich dann sozusagen einfach nur ein Flyby mache. Und den aber halt nur nutze, um Schwung zu kriegen, mal wieder nach Kerbin zu kommen. Das ist, glaube ich, die bessere Möglichkeit. Vielleicht auch die einzige, die ich habe. Und dann mich über Kerbin rausschleudern lassen. Hauptsache, ich...
Hauptsache, ich habe erstmal sowas. Die neue Periapsis wird noch niedriger sein. Ja, super. Eine geringe Periapsis holen und dann dort nachbrennen. Das wäre gut. Jetzt katapultiere. Dann katapultiere ich mich ja, glaube ich, nach dorthin raus, ne? Also ist jetzt halt die Frage, bringt mir das hier was? Die neue Periapsis hat eine Höhe von 60.000, ist ein bisschen zu niedrig, würde ich sagen, ne? Ich will mich da nicht festlegen, aber ich glaube, 60.000 ist als Periapsis ein bisschen wenig. Achso, ja, jetzt habe ich hier wieder irgendwas gedreht. So, 78. Ich versuche das jetzt einfach mal so. Dann haben wir erstmal den Flyby bei Minmus. Da kann man jetzt nicht ganz so viel falsch machen, würde ich jetzt gern sagen, aber das stimmt gar nicht. Die 70. Deswegen wäre 60 halt doof. So, Moment mal. Muss das Ding jetzt erstmal gesteuert kriegen. Werde mich darüber aufregen, dass wir viel zu wenig von dem Monoprop mitgenommen haben. Wahrscheinlich in ein, zwei Stunden. Und dann ist alles gut. So. Das heißt, es noch 2 Minuten hier durchhalten. Ich feuer einfach mal, weil ich nicht weiß, ob das gleich funktioniert mit unserem anderen. Also ob unser Triebwerk jetzt 2 Minuten durchhält, irgendwie bezweifle ich das gerade. Ich bezweifle das berechtigt. Jetzt können wir doch mal gucken. Der geht weg. Die drei gehen an. Okay. Ich muss nur noch mal kurz das Station prüfen. Nicht, dass ich mir gleich irgendwas hier wegschieße. Alles gut. Ja. Dafür reicht die Stage nicht. Ist nicht schlimm, deswegen haben wir ja den Puffer hier von einer halben Minute. Ich weiß nämlich nicht, ob die. Ich glaube, die sind zu dritt trotzdem stärker. Ah, hier, so muss. Profi am Werk. Genau abgetimt. Schade, dass ich die Möglichkeit hat. Jetzt bleib auf der Note. Das wäre schön. Macht er aber nicht. Egal. Irgendwann sind wir hier auch mal. Hallo? Nun lässt sich aber Zeit hier. Gleich treffen wir nicht. Weil ich nicht ganz auf der Note drauf bin und es deswegen sagt, hier ist vorbei, Alter. Knapp vorbei ist auch daneben.
Ne? So wie hier jetzt. Irgendwie. Sieht auch gar nicht so aus wie geplant, ne? Ist egal, wir haben ihn trotzdem. So. Die neue Periapsis bringt uns dann auf mehr. Das ist die neue dann schon? Ja, guck mal, wir haben die ein bisschen höher dann. Naja, gut. Ist egal, wir hätten ein Flyby Minmus. So, unsere Antenne und so ist alles ausgepackt hier oben, ne? Ja, super. So, okay, wir machen ein Flyby Minmus. Wehe, du willst da reinbrechen, reinkrachen oder sowas. Sieht nicht danach aus, aber möglich ist hier alles. So, die nächste Sache ist jetzt, ich bin jetzt da ja ein bisschen höher. Ich komme da, weiß ich gar nicht. Das ist viel zu früh gebrannt. Ich dachte, man brennt sozusagen, wenn das steht, in 2 Minuten ist es soweit. Da muss man dann auch brennen, weil ich kriege ja, habe ja diese Endgeschwindigkeit von, keine Ahnung, 2000 Meter die Sekunde halt erst nach diesen 2 Minuten. Deswegen fängt man doch halt 2 Minuten vor dem an, die zu brennen. So mache ich das jedenfalls immer, weil ich kriege ja die Geschwindigkeit nicht instant drauf. Deswegen ist der Orbit dann immer ein bisschen anders wie geplant. Ich weiß aber nicht, wie ich den Orbit genauso hinkriege wie geplant. Weil wenn ich erst dann brenne... Ne doch, hätte auch klappen können, oder? Ja, das war... Ich glaube, ich muss doch genau bei 0 brennen. Kann sein. Sah zumindest diesmal stark danach aus. Sonst bin ich ja nicht so pingelig, aber Minmus möchte gerne pingelig sein. So. Okay, wir haben das Flyby Minmus. Du kannst mal ein EVA machen. Wo bist denn du? Da. Oh, hatten wir schon, ne? Ist ja doof. Haben wir auch einen Coolport hier oben schon gemacht? Nein. Die Hälfte der Dauer. Okay, das kann natürlich auch sein. So, okay. Wir haben jetzt einen seltsamen Orbit um Kerbin. Jetzt wollen wir ja eigentlich rausbeschleunigen. Also brenne ich jetzt einfach auf der Periapsis nochmal wieder neu und gebe Gas, weil ich dann schneller rauskomme. Aber ich brenne mich nach innen, ne? Ich jetzt sage hier, gib mal Stoff. Dann, nee, habe ich zumindest ein bisschen mehr. Oh, warte mal, kann man das noch ein bisschen? Hui. Oh, nehme ich aber Minmus nicht mehr. Gut, Minmus nehme ich ja eh nicht mehr mit. Ich könnte mich theoretisch schon mal raushauen. So. So. Kostet nicht mal viel. Und wenn ich bremsen möchte? Die bremsen wir nicht. Wir machen jetzt Duna, dann Gili. Entweder landen wir wieder auf Gili oder... Nee, landen können wir nicht. Wir haben keine ACS für die Landung dabei. Das können wir vergessen. Also ich schieße den Orbit erstmal raus auf der einen Seite. Wäre jetzt natürlich schöner, wenn man das irgendwo... Wenn Duna jetzt die richtige Position hätte. Aber darum kümmern wir uns dann. Flyby Duna müssen wir nachher auch nur ganz knapp machen. Wir müssen ja auch keinen Orbit bei Duna hinkriegen. Nee, alles super. Das Schöne ist, wenn wir nachher auf dem Weg nach Duna sind, können wir erstmal die ganzen Labore abgehen und noch Science-Punkte einsammeln, weil das dauert dann ja auch ein bisschen. Wir haben jetzt ja schon ein paar Tage, das ist jetzt ja noch 21 Tage unterwegs, bis ich brennen darf.
Na, da einmal kurz deinen Kollegen, die da unten rum sitzen, nochmal Hallo gesagt. Aber gut, ich habe den Piloten eigentlich auch nur mitgenommen, weil ich wusste, ich würde eine Antenne vergessen und dann ist unser Satellitennetzwerk hier überflüssig. So, okay. Vorsichtig sein, nicht überwarpen, sonst stehe ich da wieder. So. Ah, ich kann mich sogar ohne ACS jetzt drehen, weil die Rakete so wunderschön super gebaut ist. Boah, ich hatte gerade Sorge, dass die doch nicht so... Das sah gerade so flach aus, dass ich da voll Scheiße gebaut habe. Aber die ist doch hoch genug. Das wäre es jetzt gewesen. Oh nee, oh Gott, wir stürzen ja doch schon ab. Das ist ja doof. Ja. Das war perfekt abgebremst. Also gerade noch rechtzeitig gemerkt, im Moment, hier läuft was schief. So, ich will mich jetzt einfach erstmal nur so rausbrennen, wie ich mir das gedacht habe. Und dann gucken wir gleich mal, wie wir denn danach an Duna treffen. So. Ich mache mal jetzt einen Quicksave, weil ich bin ganz optimistisch, was diese Mission angeht. Wenn Gilly nachher nicht wäre. So, die Sache ist... Könnte ich hinter uns... Also wenn ich jetzt wieder... Wir kennen ja das, ich brauche hier immer einen Umlauf, um sowas hinzukriegen. Sieht auch weiterhin danach aus. Ich könnte auch da versuchen, dann brenne ich ja plötzlich wieder, brenne ich ja plötzlich in kompletten Orbit. Was er zum Glück auch nicht möchte. Ja, ich muss einen Umlauf wahrscheinlich wieder machen, wir kennen das Problem. Entfernt er sich oder kommt er näher? Ich bin gerade verwirrt. Entschuldigung. Ich hatte ja gehofft, ich könnte nachher hier einfach noch ein bisschen mehr Gas geben, dann haben wir den, aber das will er nicht. Das möchte Duna nicht. Was ich immer noch schade finde. Aber Duna ist da ein bisschen eigen. Ich kann ja ruhig auf Warp bleiben, wenn ich das hier ausprobiere. Da ist doch eh nichts dran. Ich bringe mir gleich so einen genau denselben Orbit wie den Duna hat. Ich kann dann sagen, hier, wir machen das zusammen heute. Bringt mir auch nichts, wa?
Da hinten? Nö. Da. Okay, wir haben jetzt nicht mehr Sprit gebraucht, glaube ich, weil wir relativ. Also doch, jetzt brauche ich den, weil ich auf der anderen Seite jetzt rausbrennen muss, ne? Das ist halt Mist. Mal gucken. Könnte auch weniger Gas geben. Ja. Können auch noch weniger Gas geben. Ja, wir haben schon 200 Meter Sekunde gespart. Ne, da nicht mehr. Dann treffen wir nicht mehr. Da treffen wir noch. Okay. Wäre jetzt nochmal ein ganzer Umlauf, komme ich mit klar. Ich werde das aber einmal speichern, nur weil ich jetzt gleich die ganzen Labore und so weiter abgehe und das ist auch einfach nur einmal Rallye. Ist egal. No Data, das ist klar. Netzwerk passt alles schon, alles super. So, wir gehen mal zur Tracking Station. Und gehen jetzt einmal die Labore durch, weil Science müssen wir ja trotzdem mitnehmen. Ne? Ist ja, wenn wir schon ja oder so da oben sind, dann sind die Labore eigentlich voll. Dann haben wir bei dem einen wieder das Stromproblem. Aber ist nicht schlimm. Wir kriegen mal alles hin. So, ich möchte das mal hier. Warte mal. Ich habe das, glaube ich, nur. Nee. Okay, der Moonlander ist es nicht. Wir haben die Minmus Rover Base. Da ist ein Labor drin, das theoretisch auch arbeitet. Das aber wahrscheinlich gerade wieder keine Verbindung zum Netzwerk hat, wie immer. Ist hier immer dasselbe da. Irgendwie habe ich heute hohe Ladezeiten. Also sonst zwar auch, aber irgendwie sind die heute höher als sonst. So. Okay, ist jetzt nicht viel drin. Warte mal, wir könnten aber mal unseren Scientists. Warte mal. Da war doch mal was. Mach mal ein EVA. Bist denn du? Hallo? Hallo? Da ist er doch. Blindfisch. Konnten wir den nicht befördern? Ich hätte halt gedacht, dass man die Science-Leute auf alle Fälle befördern kann. Ach so, Level Up Crew, ja guck mal. Ach, die leveln alle ab, die müssen nur im Labor dafür sein? Das ist ja cool. Transmit Science. Und transmitte mal. Und hier oft. Warum war das eigentlich. Ach, weil ich kurz draußen war, deswegen hat es gestoppt. Okay. Wir haben dort die Science abgeholt. Dann haben wir noch den einen um Gilly und den einen auf Gilly. Ne, um Eve. Oder um Gilly? Gute Frage. Irgendwo rumfliegt doch was. Na, so. Nächster. So, Rover Base. Moon Rover Base hat kein Labor, das weiß ich. Eve Orbit Lab. Da sitzt einer drinnen und hat theoretisch auch schon gut was gemacht. Ich glaube, Minmus war nur so lang, oder hat noch nicht so viel gehabt, weil liegt das an den Daten, die Minmus zur Verfügung stellt, oder daran, dass er halt nicht aufgestuft war? Und vor allem brauche ich das Labor, um die aufzustufen? War es das jetzt schon? Ich dachte, da kommt mehr. Ach, sind ja 0,15. Gut, da kommt nicht viel.
Da kann man ja wirklich erst nach Jahren gucken, was sie denn da so Schönes haben. Naja. Haben ja genug. Ich hätte dem Typen auch noch ein Labor mitgeben müssen. Dann haben wir ein Labor auf Moon auch noch. Ja, dann unsere Eve-Landefähre hätte noch ein Labor irgendwo da drin. Ne, das wäre, glaube ich, erst recht in die Hose gegangen. Passt ja, glaube ich, nicht in die Ladebucht rein, ne? So, und dann jetzt noch die Gilly Base und dann haben wir die Science-Sachen durch. Und können noch mal nach unserer Duna-Mission gucken oder nach unserer Rallye-Mission. Gilly Station. Dann können wir irgendwann mal diese anderen Sachen halt noch erforschen. Die großen Solarmodule vielleicht mal, wenn wir mal weiter weg wollen nach Dres oder so, da kommt ja nicht mehr so viel Sonne an, da braucht man ja entweder große Kollektoren oder dieses atomar Batteriestrom-Dingens-Gierchens, keine Ahnung. Was? Wo bist denn du? Du hast da eigentlich drinnen zu sitzen. Tust du auch. Aber warum machst du nichts? Oh oh. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Warum habe ich das gedrückt? Warum habe ich das gemacht? View, ich hatte. Hilfe. Ist nicht schön hier drinnen. Aber er hat Snacks dabei. Das ist wichtig. Deswegen wissen wir wenigstens, warum er hier drinnen überlebt. Nur ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Ja, Karte, super. B, raussteigen kann ich nicht. V, okay. Und warum researchst du nicht, weil du keinen Strom hast? Nö. Weil du keinen Bock hast? Ja, wohin? Ich kann dich nur hier rein transferieren. Und da drin hast du zu forschen. Du hast keine. Du steigst erstmal auf der falschen Seite aus. Unser Rover. Nee, du hast doch eine Probe gesammelt. Ja, das heißt, oh ja, er hat nichts mitgenommen. Und kann deswegen nicht hören. Ja. Ich habe vergessen, wo ich mich hier befinde. Deswegen sind wir irgendwie kurz weggeflogen. Research inactive. Ja, ich würde die ja gern anstellen. Wir haben doch einen Scientist, der ist sich zu fein dazu, ne? Der ist sich bestimmt zu fein dafür. Der denkt sich hier von wegen, ja? Warum, ne? Ich mach das nicht. Auf Gilly arbeiten. Pff. Hat Daten wie doof. Aber will. Nein. Ich und arbeiten never. Warum? Flieg mal ins Licht. Verstehe ich nicht. Wenn ihr da operational, ja? Science haben wir nicht. Daten, Massen. Theoretisch macht er 7 Science pro Tag. Das Ding müsste voll sein nach der Zeit, die wir weg waren. Ist es aber nicht. Weil Dilby sich entschieden hat, nicht arbeiten zu wollen, zu können, zu müssen. Doch er muss eigentlich. Transfer, ja. Ich kann dich nur da drinnen rumtransferieren, das hilft nicht. Jetzt ein EVA machen, das hilft auch nicht.
Okay, keine Science von hier, warum auch immer. Gili ist science-los. Wofür habe ich das Ding denn da hingeschickt? Es ist ja Mist. Ich mag das nicht. Ich mag es nicht, wenn Sachen nicht funktionieren. Gut, ich müsste deswegen immer unglaublich enttäuscht hier rumlaufen. Na gut, gucken wir uns die Rallye wieder an. Da haben wir jetzt ja ein bisschen Zeit. Jetzt ist die Sache, kann ich den Piloten jetzt auch befördern oder muss der gelandet sein? Weil ich habe das ja gedacht, ich könnte das bei der, die auf Eve gelandet ist, auch machen. Aber da ging das nicht. Entweder habe ich da was falsch gemacht oder es ist abhängig davon, was für einen Job die machen, ob die auf der Reise befördert werden können oder nicht. Was ich seltsam finden würde, weil auch ein Pilot lernt ja was, wenn er durch die Gegend fliegt. Aber er nicht. Der braucht wohl ein Labor dafür. Oder sie, Entschuldigung. Nabend, Klepto. So, okay. Wir warten jetzt ein Jahr und 90 Tage. Zum Glück nicht in Echtzeit, keine Sorge. So viel Zeit muss sein. Okay, dann halt. Schneller, schneller. Ah ja, brauche ich ja nicht. Alles gut, alles super. Was tut man hier alle fürs liebe Geld, ne? Ich glaube, es wird alles gut gehen, wie immer, abgesehen von der späteren Landung auf Moon. Der Rest wird super durchlaufen, nur Ditte nicht. Ja, vielen Dank. Und ja. Aber Geld wichtig. Optimismus und so. Außerdem, wie gesagt, ich habe ja einen Plan. Das wird aber, glaube ich, dieses Mal dann nichts werden, weil diese Valley braucht doch ein bisschen lange. Vor allem, wenn wir gleich noch bei Gilly vorbei müssen. Das wird nie was. Von Duna nach Gili. Wird ein Spaß. Für alle, nur nicht für mich. Okay, so. Noch ein paar Tage. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das mit den Triebwerken für das brennen muss, aber es werden keine Tage sein. Er kann sich aber trotzdem schon mal ausrichten. Ach, das braucht er dafür ja gar nicht. Ist ja leicht genug, das Ding. Jetzt überlegen wir mal, wie lange wird er wohl brennen müssen? Eine Minute oder so? Noch nicht mal. Ist egal, irgendwas werden wir jetzt gleich dann schon treffen. Ich habe das ja schon mal behauptet, interplanetar ist das ja. Ist das ja nicht so wichtig, ne? Aber ich habe auch noch nicht versucht, Elo oder sowas zu treffen. Ich glaube, da wird das anders. Schön, wenn man noch so jung und unbedarft an sowas rangeht, ne? Eine Minute braucht er. Ja, gut. Wehe, du reichst. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo uns nachher der Saft ausgehen wird. Ich hoffe wirklich, es ist im Kerbin-System. Irgendwo. Und wenn wir mit dem Ding noch nicht mal auf Moon landen können, dann wäre das schrecklich, weil was geht? Ich hätte eine Docking Station anbringen müssen. Irgendwie hätte ich da noch eine Docking Station dranbringen sollen. Dann hätte man das noch betanken können, wenn es nachher daran hapert.
Das wäre wichtig gewesen. Aber nein, man ist hier optimistisch. Und ja, ich bin verdient optimistisch. So. Ach. Jetzt müssen wir bei Tuna gleich nur gucken. Der muss uns ja wieder nach drinnen bringen, nach Eve. Ich habe keine Ahnung, wie ich da den Flyby so mache, dass das funktioniert. Über Eve und Ike oder sowas. Keine Ahnung. Ich hatte mir gerade schon Sorgen gemacht, der Encounter kommt nicht. So, alles super. Missionsschritt Nummer 2. Hallo? Was ist hier passiert? Wir hatten einen Haken bei Flyby Minmus. Und da stand nichts von einer Reihenfolge bei. Bitte sag mir nicht, die brauchen eine Reihenfolge. Dann drehe ich jetzt hier durch. Weil wer kommt auf die Idee, nach Gilly, nach Minmus und dann nach Duna zu fliegen? Ist egal, das Ding, das zieht jetzt hier durch. Oder ist das weg, weil ich kurz raus war? Ich habe keine Ahnung. Es stand in der Beschreibung, stand keine Reihenfolge drin. Oder die meinten halt, ja hier, da was in der Reihenfolge angeben, hast du das bitte auch in der Reihenfolge abzuarbeiten. Was ich total bescheuert finde. Warum sollte ich erst nach Gilly und dann nach Minmus fliegen? Das macht gar keinen Sinn. Ich ziehe das jetzt durch. Das zieht mich nur gerade voll runter. Weil die Rakete dann nochmal starten darf. Beziehungsweise die Rakete das wahrscheinlich auch in der Reihenfolge nicht hinkriegt. Also erst raus, ab nach Eve, Gilly finden, von dort wieder nach Kerbin, Minmus, nach Duna, zurück, Moon. Ist doch bescheuert. Da denkt sich so ein Scheiß aus. Was zieht mich jetzt runter? Es war ja das Häkchen dran, als wir bei Minmus waren. Jetzt ist es weg. Weil ich zwischenzeitlich, nee, nur weil ich zwischenzeitlich in anderen Sachen nachgeguckt habe wegen Science-Punkte, daran kann das nicht liegen. Das dürfte damit nichts zu tun haben. Okay, der bringt. Oh, ich hätte hier theoretisch schon bremsen können. Nee. Ich bremse erst bei Duna. Und dann gucken wir mal. Ich fliege jetzt trotzdem. Ich fliege den Scheiß jetzt ab. Wenn das Spiel das möchte. Also, es möchte es ja anscheinend nicht so, wie ich das gerne hätte, sondern anders. Ah, da ist das Minmus-Häkchen wieder. Glück gehabt, wa? So. So, wenn ich jetzt bremse, ziehe ich das ran. Wenn ich Gas gebe, ziehe ich es runter. Das ist ja super, das. Oh. Oh, meine Motivation ist wieder da, jetzt wo die Mission doch weitergeht. So, ich habe ja leider nicht viel Möglichkeiten hier zum Rumspielen. Dass ich durch Gas geben abbremse, finde ich irgendwie lustig. Ach, ich hab hier die falsche Note gepackt, ne? Das falsche, dämliche
ziehe mich irgendwo hin, Teil. Dass mich immer aggressiv macht. Aufpassen, genau das will ich haben. Nur das hier. Nicht den ganzen anderen Scheiß. So, von Duna nach Eve. Wir übertreiben es nicht ganz so. Können wir nachher noch ein bisschen variieren, um das doch irgendwie noch zu treffen. Alles gut. Das Gilly wird so ein Problem werden. Wir kommen aber... Okay, wir kommen auf der... Ich habe mir gerade schon Sorgen gemacht, dass wir nicht nach einer falschen Ecke rauskommen. Ja, jetzt hakt es. Interplanetar ist vollkommen egal. Kriegen wir trotzdem hin. Okay, wir... Ich wollte gerade sagen, wir bremsen uns jetzt aber nur... Ach, die bremsen uns jetzt runter? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ist das jetzt die, die wir... Ne, das ist die, die wir erreichen wollen. Ich war gerade... Hä? Genau, die gestrichelte ist die, die wir erreichen wollen. Ich bin verwirrt heute Abend. Schlimm. Ja, ich hätte die noch nicht gern leer. Hier. Das mit Betriebwerk soll uns eigentlich nur nach Hause bringen. Und nicht auch noch nach Gini. Das macht uns Probleme. Das sauern wir nachher wieder mal um Eve. Ich will hier schon wieder jemanden versauern sehen. Ich will aber auch keinen Orbit haben, der nachher mich von Kerbin einfangen lässt. Bevor wir nicht die Mission haben, den Missionsteil haben, auch auf Kerbin zu landen, auf Moon zu landen. Plus den Bonus, wieder nach Hause zu fliegen. Das wäre der, ist das ja nicht der Erste, der von Moon nach Hause kommt? Ja, ne? Das hat immer schon überall anders war. Ach, sowas muss reichen. Not weg. Super. So. Dann fliegt jetzt erstmal wieder raus. Wir können hier auch nochmal. Wir hatten hier noch keinen Piloten, oder? Nein. Nee, wirklich nicht. Also muss ich erstmal rein. Und dann übertrag die mal. So. 36 besser wie nix. Alles gut. Und raus. So. Unser Ziel steht. Jetzt weiß ich nicht, wie wir das treffen sollen. Wir können da entweder hier oben nachher nach einiger Zeit nochmal bremsen. Nein. Wir könnten auch sagen, wir bremsen jetzt hier. Dann haben wir wieder so ganz viele. Komm, wir bremsen uns so viele Orbits wie möglich. Oder wir... kriegen hier einen... Nein, noch nicht. Da auch nicht. Weil wir doch einen Versatz drin haben, ne? Natürlich, muss ja sein. Die Sache, kann ich das auch so drehen, dass es was bringt? Nein, ich muss das tatsächlich so drehen. Das macht es ja noch schlimmer. Nö, ist er weg. Encounter verloren. So ein Mist aber auch. Oh. Na? Hä?
Weil. Ist so. Okay. Wenn man so sieht, dann weiß man auch eher, warum es nicht klappt. Müssen wir das doch so verschieben? Jetzt habe ich es mir gleich ganz versaut, ne? So schiebe ich es weg. So erst recht. So haut er wieder ab. Mal diese Notes sind nicht so meins, ne? Das merkt man leider immer wieder. So, weil. So extrem verzogen sind wir doch gar nicht. Also ich kipp das sonst auch. So bin ich ja nicht. Also ganz sehe ich das nicht ein. Dann ziehe ich das halt ein bisschen runter. Bremst noch etwas. Oh. Nee, dann noch nicht. Schade. Rumprobieren? Oh, war da was? Wir auch verguckt haben, ne? Er macht einen Sprung, aber ich weiß nicht warum. So wären wir ja fast dran, ne? Er sagt aber hier bahnmäßig, doch noch nicht fast dran. Ich brauche eine Brille. Ach, Scheiße. Wer hat sich diese Mission ausgedacht? Okay, wir sind jetzt runter. Ziehen das jetzt hoch, hoch. Bremsen ab. Dann sind wir schon mal näher dran. Wenn ich Gas gebe, bringt mir das nichts. Theoretisch muss ich irgendwie bremsen, dahin kommen. Ist egal. Ich werde jetzt erstmal das so angleichen, dass wir. Dass die Orbits halbwegs auf derselben Höhe laufen. Das tun sie so. Kostet aber unglaublich viel Saft. Das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Da will ich zu viel, ne? Mit diesen ganzen, ja, fliegt mal daran vorbei und fliegt daran vorbei. Kacknoob. Hat keine Ahnung vom Spiel. Weil ist da ja fast was. Aber es reicht halt nicht aus. Weil der Winkel nicht passt. Ach komm, flieg erstmal da unten hin. Ja, da ist ein Landemodul dabei. Alles Mögliche dran. Aber es reicht nicht. Mal überlegen. Entschuldigung, jetzt kommt nach dem Husten und das Niesen. Wird nicht besser mit mir. So, okay. Der Orbit ist jetzt. Mal weg. So, der Orbit ist halt auch wirklich ein bisschen mistig, ne? Das weiß ich selber. Aber es muss doch trotzdem möglich sein, dieses verdammte Ding zu treffen. Vor allem, wenn ich von da oben runterbrenne, wäre ich ja eh wahnsinnig.
Dann lieber irgendwo von hinten versuchen zu treffen, nachdem ich noch einen Umlauf gemacht habe. Sind wir schon fast lieber. Sowas. Dann hätte ich zwar. Warum nicht, ne? Ich bin dafür für versuchen so. Wie lange bist du schon unterwegs? 3 Jahre, fast 4. Machst halt noch eins. Und dann noch 2 und dann bist du nach 8 Jahren oder so wieder zu Hause. Ja. Das klingt voll nach dem Plan, hätte ich auch voll Bock drauf, Mädchen. Du auf alle Fälle, ja, du bist happy. Wir können jetzt auch mal hier ein Poolport, um die Sonne war es ja, da ist auch glaube ich noch nie jemand ausgestiegen. Genau, dann können wir das auch noch machen. Ja, angucken, weg damit. Was? Was stand da? In Range kommt. Oh, wir haben kein Empfangsgerät in der Nähe. Ja, dann hast du die halt erstmal da drin. Ist mir auch egal. Moment, wir können das ja. Wir öffnen jetzt das, weil wir sind ja, ne? Ja, dann. Nee, warte mal. Ja, gib. Kann ich die jetzt nicht da einlagern? Ist egal, ist ja oben in der Kapsel, ist das ja Bums. Da hat er das ja eh drin. Und jetzt warten wir ein Jahr. Versuchen dort irgendwie Gilly zu treffen. Das wird sowas von in die Hose gehen. Wer kommt auch da mit einem Tempo an? Ohne Orbit um Eve, weil wir werden ja rausgeschossen, wieder so wie vorher. Dürfen versuchen, um Eve einen Orbit zu brennen, der dann auch noch so ist, dass wir Gilly umfliegen, um dann wieder nach Kerbin zu kommen. Ich denke einfach daran, dass bisher noch keine Mission wirklich ein totaler Fehlschlag war, sondern irgendwie immer abgeschlossen wurde. Das lief ja bisher immer ganz gut bei uns, ne? Also, es lief bei uns gut, sollte ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber es lief. So, gucken wir mal. Ich wollte gerade sagen, unser Encounter ist weg, aber der ist ja da. Ich habe mich gerade von den beiden Sachen da verwirren lassen. Und wenn ich jetzt gleich falsch bremse, werden wir auf halbem Weg von Kerbin eingefangen oder sowas. Dann drehe ich auch am Rad. So, okay. Wir wollen bremsen eine Minute lang. Ja, das war's dann aber auch, glaube ich, mit dem Tank, ne? Wenn der noch mal 1,5 Minuten brennen muss, das macht der, glaube ich, nicht mal mehr. Vielleicht doch etwas zu unterdimensioniert, die Rakete. Oder halt schlechte Flugmanöver, das möchte ich ja jetzt auch nicht ausschließen. Wahrscheinlich hätte die locker gereicht, wenn ich wüsste, was ich tue. So, auf die Zeit achten. Ich trau dir nicht. Doch, muss reichen. Das schafft ihr. Thank you.
Nee, das schafft der nicht. Oder? Doch, das schafft er doch. 10 Liter die Sekunde, circa. Oder sind das die Sekundenanzeige wahrscheinlich, ne? 12 Liter die Sekunde, das grob überschlagen. Und so, das sind 600 Liter, die dann theoretisch nur rausgehen. Das heißt, wir haben nachher noch ein paar über, wenn ich die Anzeige hier in den Klammern richtig deute. Und ja, es sieht danach aus. Es sieht danach aus, als würde ich das richtig deuten. Und das motiviert mich jetzt dann wieder. Es wird aber nicht reichen, um den... Um Gilly... Nein, das ist... Ich traue dem Gilly jetzt noch nicht, ne? Dass wir da jetzt so brauchbar ankommen, dass wir irgendwie schnell und ohne viel Steuern Gilly erwischen. Das glaube ich einfach nicht. Warte mal, ich nehme mal das Target raus. Was es gerade alles versaut hat, ne? Aber die Note ist doch noch da. Die müssen mir das trotzdem anzeigen. Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das getan? Ja. Warum habe ich das getan? Warum? Jetzt habe ich es versaut. Ah. Voll, warum sagt er jetzt? Okay. Ich habe es versaut, ich habe es begriffen. Ich kriege ihn aber nochmal wieder. Ich habe zu früh aufgehört wieder. Ich hatte gerade nur Panik. Warum ist das auf 700 dann wieder hochgesprungen? Das ist doch... Ich wollte doch nur vorsichtig sein und dachte mir, mir das mal weg. Nicht, dass ich unter der einen Encounter den anderen Encounter nicht sehe. Darum ging es mir doch nur, weil der liegt ja dann genau da drüber und das irritiert dann nur. Oder haben wir gesagt, die Stufe reicht noch, ne? Super. Klasse. Unsere nachherige Start- und Landestufe wird uns wahrscheinlich hoffentlich dahin bringen, wo wir hinwollen. Ich hätte mich gern wieder zurück als Target, was ich nie hinkriege. Nein. Warum eigentlich? Ich kann jetzt... Hier kann ich sagen, ja, Doppelklick ist meins. Aber ich kann das nicht bei meiner Kapsel machen. Ist egal, zum Encounter brauchen wir jetzt noch ein halbes Jahr. Ja, super. Wir sind jetzt wieder ein Jahr geflogen, ne? Jetzt gehe ich trotzdem nochmal wieder raus. Nein, ich gehe jetzt nicht nochmal wieder die Labore ab. Wobei mich das gerade doch reizen würde, aber nein. Ich möchte jetzt wissen, ob wir an Gilly vorbeikommen können und danach noch nach Moon kommen. Aber ich will jetzt nur noch mal raus, weil ich, wie gesagt, irgendwie zu doof bin, mich wieder dann zu erwischen. Das funktioniert irgendwie nicht. Das kriege ich nicht hin. Es ist vom Spiel nicht vorgesehen, wieder auf sein Modul zurückzukommen. So, lädt. Ihr seht das Bild, ich sehe nur schwarz. Außer Ops zeigt mir was Falsches an. So, ist egal.
Einmal bitte ab nach Eve. Und dann Gilly kriegen. Land your vessel on the moon. Nachdem wir bei Gilly waren. Das ist so eine Scheiße. Okay, alles gut. Noch ist nichts verloren. Wir sind gut dabei. Haben zwar gleich ein kleines Spritproblem, weil es leer. Wir haben noch eine Stufe. Ich weiß halt nicht, ob die dann reicht, dass wir von Gilly irgendwie wieder wegkommen. Also wir werden ja um Gilly keinen Orbit, das brauchen wir ja nicht. Wir müssen so mit bei einem Swing bei um Eve direkt Gilly mitkriegen. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Und dann durch diesen Swing bei von Eve noch rausgeschleudert werden, wieder in Richtung Kerbin. Wo wir uns dann automatisch von Moon einfangen lassen. Und dann da einfach spaßeshalber mal landen. Das klingt alles so unglaublich realistisch. Wir kommen wieder so kacke hier an. Wir werden gleich so fies noch bremsen müssen und den Kurs anpassen. Das ist einfach nur räudig, was wir jetzt hier machen müssen. So eine Scheiße. Okay, ja klar, bremsen. Bremsen ist super. Ernsthaft? Das macht unser Triebwerk nicht mit. Niemals. Wir haben gleich einfach nur wieder einen Typen da sitzen, der sich denkt, ja super. Ich kreise um den Planeten. Und weiß nicht, was hier soll. Eine Typ hin, bitte. Eine Typ hin, okay. Ja, ich weiß, man kriegt das bestimmt sehr viel schöner hin, dass man aus so einem Flyby von Duna Eve so trifft, dass sogar Gilly direkt auf der... Aber so weit bin ich, glaube ich, die nächsten Jahre noch nicht. Ich hätte einfach eine größere Rakete bauen sollen. Wenn man es nicht mit Klasse hinkriegt, dann mit Masse. Mehr Triebwerke, mehr Tanks, mehr Booster. Ich weiß halt gerade nicht, wie ich Gilly treffen soll, ohne es halt so zu machen. Man könnte ja auch sagen, so von wegen, ja, wir drehen das jetzt noch so ein. Wäre total cool eigentlich, wenn man das jetzt so... Jetzt habe ich das total verstellt. Ne, ist egal, ich muss da gleich einfach nur bremsen. Aber was jetzt so irgendwie einstellt, dass man sagt, okay, auf diesem Ding hier oben passe ich das so an, dass ich Gilly im Vorbeiflug trotzdem noch irgendwie erwische. Das wird nicht klappen, ich könnte noch mehr bremsen. Und ich bin ja auch jetzt noch nicht mal an der Gillibahn dran. Oh. Was bist denn du? Schade. Kriegen wir das hin? Nein, das kriegt man nicht hin. Wäre halt lustig. Das hätte ich direkt probieren sollen. Jetzt reicht das wahrscheinlich nicht mehr. Gut, jetzt sind wir intern, da kriegen wir den sowieso nicht mehr. Moment.
Moment, Moment, Moment. Nein! Okay, okay, okay. Okay. Wir hätten hier jetzt theoretisch einen Gilly. Aber ernsthaft, wir wissen nicht mal, wie wir das bremsen sollen. Ich mache jetzt trotzdem mal einen Quicksave. Den können wir nachher. Na, ich wollte gerade sagen, wo bist du? Einfach weil, warum nicht? So. Wir hätten es so, dass wir theoretisch Gilly erwischen könnten, wenn ich jetzt wüsste, was ich hier tue. Und wenn wir genug Sprit hätten. So. Haben wir alles nicht? Also ich habe weder die Ahnung, noch haben wir Sprit. Aber ich wäre schon erstmal begeistert, wenn wir jetzt Gilly dann doch nochmal so umfliegen. Einfach nur, weil warum nicht? Ganz entspannt, alles gut. Den anderen armen Kollegenschwein dann nochmal zuwinken, die darauf versauern. Und ja. So, ich werde jetzt brennen. Ich brenne zu spät. Der Tank ist leer. Wir brauchen ein paar Jahre jetzt. 14 Minuten bräuchten wir auch hier. Das ist halt doof. Und unsere aktuelle Stage wird sagen, du mich auch, 14 Minuten, ich brenne dir ein. Ist jetzt schon fast leer. Okay. Frage ist jetzt, ziehe ich jetzt Gilly durch und weiß, das wird nicht klappen? Oder hoffe ich darauf, dass wir nochmal nach Hause kommen auf Moonland und alles ist gut? Ganz ehrlich, der Typ kommt dann nicht, also das Mädel kommt da nicht an. Nein, das wird dort nicht ankommen. Ganz einfache Sache. Das schafft es nicht. Wir haben jetzt eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen, okay, setzen uns hier eine Note. Ich wollte gerade sagen, hä, warum haben wir denn hier einen Orbit drumherum? Aber es sind ja nicht wir, es sind hier die anderen. Wir sagen jetzt, okay, es ist scheiße gelaufen. Aber wir wollen nach Hause. Also, da nach Hause. Müssen wir immer noch lang genug brennen und müssen Glück haben, dass wir irgendwann mal von Kirby eingefangen werden. T minus, warte. Das ist ja doof so. Lass gerne so nah wie möglich ran, weil wir sind eh schon... Na? Diese Notes, ne? So, so nah wie möglich ran und dann... Gucken wir mal, wenn ich noch mehr bremse, weiß ich nicht. Wir bremsen grob erstmal in die Richtung, ne? So, einfach nur, weil wir es mehr oder weniger müssen. Um hier raus und halt wieder nach Kirby zu kommen. Ach, das ist ja unser Orbit, ne? Ja, wir haben ja nachher noch die andere Stufe, die uns ja nachher sozusagen noch den letzten Rest im Kerbin sozusagen steuern sollte, damit wir nach dem Mond kommen. Aber ja, unsere drei Terrier, nee, stimmt gar nicht, unser einer Pudel, die drei Terrier sind ja die Landestufe, die werden uns nicht helfen. Die würden uns nicht vom Gilly wegbringen. Mal abgesehen davon, dass dieses Triebwerk uns nicht mal nach Gilly gebracht hätte. Dann lieber sagen, okay, wir haben jetzt Geld verfeuert, aber dafür haben wir einen Piloten ausgebildet. Yay. Dann bekommt fürs nächste Mal die Rakete eine Stufe mehr. Ja, dann
und einen noch größeren Unterbau. Also ganz ehrlich, wir sollten hier vorhin 4.500 oder sowas bremsen. Und wir bremsen aktuell, haben wir jetzt gerade mal 1.000 runtergebrannt. Und haben fast die Hälfte unseres Tanks verloren, als hätte nie geklappt. Gute Nacht, Godweed. Schön, dass du dabei warst. Schlaf gut, träum was Schönes. Ike, achso, noch eine Mission. Naja, gut. Nee, jetzt erstmal nach Moon kommen und zurück. Weil, wie gesagt, ich glaube, das wäre dann auch der erste Körbonaut, der heile von Moon nach Hause kommt. Man muss für alles halt was Gutes sehen. Mir fällt jetzt gerade ein, ich hätte die ganzen Science-Sachen doch machen und einladen können. Weil das bringt ja mehr als das, was ich bisher gesendet habe, ne? Dann mache ich mal gleich, wenn der Orbit hier so halbwegs passt. Aber wenn ich das gebrannt habe, was ich jetzt gerne brennen möchte. Ich muss gerade überlegen, ob das nicht so eigentlich schon reicht erstmal. Hauptsache, wir haben wieder etwas... Ich entscheide mich erstmal, dass das reicht. Weil, warum nicht? Und jetzt müssen wir die Sachen einlagern. Warte mal, die kriegen wir ja trotzdem. Das ist ja mehr wert, wenn man es hier drin hat, ne? Also wenn du jetzt hier ein EVA machst. Ne, gibt es ja Daten. Du nimmst die und gehst wieder rein. Und dann kannst du... Warum ruckelt das denn hier? So viele Teile hat das Teil doch gar nicht. Und dann kannst du sagen, hier, Review Stored Data. Das bleibt ja da oben drin. Ist nicht schlimm. Was bist du denn? Das Modul bringt nichts. Da, Pressure Date. Keep Experiment. Transfer Data. Nach da bitte. So, Seismik mit Thermometer. Temperature, Transfer, da. Transfer. Achso, ich muss erst keepen, sonst klappt das nicht. Und im Mr. Rigu. Ach komm, warum nicht? Keep. Landet ja alles mit eigentlich. Da sind wir erstmal wieder raus. Und jetzt hätten wir Kervit als Target. Der Umlauf ist gut, alles in Ordnung. Für Kervit müssen wir, da müssen wir Gas geben. Und hier müssen wir bremsen. Ich würde es erst nochmal bremsen versuchen, was irgendwie Mist ist. Gas geben hilft auch immer unglaublich viel. Und wir mit Vollstoff rausbrennen. Damit sich das alles voll gelohnt hat hier gerade. Ah, der braucht bestimmt wieder einen ganzen Umlauf, ehe das funktioniert, ne? No. Möchtest wieder nicht, ne? Weil? Doch irgendeine Höhe oder sowas? Ah! Okay. Wir haben zu wenig.
Wir müssen uns gleich auf Pudel verlassen. Ach, und wenn der halt dann nicht auf Moon landet, dann wäre das auch noch so. Dann landet der halt nur direkt auf Kerbin. Ich möchte nur endlich mal einen Kerbonauten nach Hause bringen. Ach, scheiße. Okay, größere Rakete. Also mit mehr Sprit. Und vorher genauer einen Kopf machen, wann ich wie wo hinfliege. Also die Reihenfolge Minmus, Duna, Gili finde ich nicht falsch. Außer ihr habt da eine andere Idee. Ich glaube aber, dass das die beste Alternative ist. Ja, ich gehe davon aus, dass das die beste Möglichkeit ist. Rase ich gleich hier so nah an der Sonne vorbei? Das ist natürlich auch cool. Das ist bestimmt noch nicht lau an. Also flach über der Sonne, ne? Das zählt noch als High, oder? 3 Millionen. Wahrscheinlich schon zu warm, Hitzeschild und so. Und dann stehst du da und denkst dir, verdammt, das Ding explodiert, weil du zu nah an der Sonne bist. Naja, Assi, das brauchen wir ja nicht. Das Ding ist ja leicht genug. So. Jetzt theoretisch versuchen, wieder Kerbin zu treffen. Sechs Minuten. Wie lange haben wir vorhin gebrannt? Für etwas mehr als einen halben Tank? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es nicht gemerkt. Ist vielleicht auch besser so. Sonst müssen die Terrier das gleich, der Pudel das gleich reißen und dann im Notfall auch die Terrier. Dann weiß ich zumindest, okay. Ja, das muss die andere Stufe noch mitmachen. Da kann ich träumen, wie ich will. Die hier macht das nicht. Das weg, das weg. Und dann die, genau, dann kommt der Terrier, dann kommt die drei, alles gut. Wir werden wieder nach Hause kommen. Das werden wir. Aber sowas. Das hat uns dann viel Geld gekostet und hat uns überhaupt nichts eingebracht. Außer dann eine unglaublich gut ausgebildete Pilotin. Aber wir sind auch um viele Erfahrungen reicher. Oh, Alter. Irgendwie bezweifle ich gerade überhaupt, dass wir nach Hause kommen. Es sieht gerade doch ein bisschen unwahrscheinlicher aus. So leider. Auch wenn Merli es anders sieht. Ach, keine Sorge. Du kommst doch hinter. Hast du nicht mitbekommen, wie viele von deinen Kollegen hier überall rum versauern, ne? Ja, als ob der Pudel gleich was reißen würde. Das macht der niemals. Das schafft der niemals. Nicht der Pudel. Ich muss mir mal diese. Erstmal muss ich mich mit diesem Delta V mal auseinandersetzen, was man wie wo wofür braucht. Und dann hole ich mir vielleicht doch mal das Add-on, das die Delta wie eine Rakete anzeigt. Das weg. Das funktioniert nicht mehr. Das weg. Das weg. Ja, wir stellen fest, das funktioniert super. Pudel brennt sich, das ist auch einfach alles weg.
Das hieß, es verlieren wir unseren Strom. Nein, wir haben ja noch Strom dabei, aber ein Großteil unseres Stroms. Jetzt habe ich 400 Meter die Sekunde verloren bei halb, bei nicht mal der Hälfte. Es wird nicht ganz reichen, der Pudel. Dass wir noch unsere Landestufe haben und unsere Wiederabhebestufe. Also wir werden nicht auf Moon landen, wir werden einfach nur noch versuchen nach Hause zu kommen. Gerwin, wir kommen. Und wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Ganz einfach. Weil auf so einem komischen Orbit, die kriegen wir nie wieder gerettet. Die hat verloren. So, jetzt nur bitte triff Körbel. Danke. Und wir haben sogar noch ein bisschen Sprit über. Massen. Okay, gut. Ich möchte mal gucken an der Periapsis, was da jetzt Schönes passiert. Verglühen werden wir da noch nicht. Wir werden gleich vom Moho eingefangen. Das wäre noch schöner. Dann hätten wir das auch mal gemacht. Ich bin auch noch nie mit einem Körbonauten so nah an dem Zentralgestirn gewesen. Das ist auch mal was Schönes. Wir haben allerdings strommäßig gar keine Probleme in dieser Gegend. Wo ist sie denn? Ich bin blind. Warte mal, ihr seid... Ja, das sieht doch mal... Ja, da freust du dich, ne? Ist auch noch nicht ganz so warm hier, alles gut. Hi, over the sun. Okay. Nun behalt das mal und am besten gehst du wieder rein, falls es... Was? Warte mal. So, Store Experiments. Pack's halt da rein. Nimm mal die Daten. Und dann packst du die auch da rein. Ist mir egal. So, rein da. Was sonst ich willst hier. So. Coolport. Ist auch behalten. Nimm die alle Sachen mit nach Hause. Dafür bist du jetzt schon mal hier. So, und jetzt kommt das. Wir werden einfach erstmal. Wir wollen einfach nur nach Köln. Wir wollen nach Hause. Nach 6,5 Jahren wird sie total begeistert sein, nach Hause zu kommen. Vorausgesetzt, wir kriegen jetzt ein wahrscheinlich total unglaublich fieses Bremsmanöver hin. Und uns das raucht uns nicht alles weg hier. Wir werden, glaube ich, so schnell hier ankommen, oder? Okay, wir werden erstmal total ganz seltsam ankommen. So, an der Periapsis bremsen wir. Und wir müssen viel bremsen. Wir müssen viel... Oh. Ich hatte gerade irgendwie gehofft, dass Moon uns ein bisschen abbremst. Aber irgendwie nicht. So, wenn ich jetzt einfach direkt runterbremse auf Periapsis auf weg. Scheiße. Oh Gott. Okay. Ja, gut, dass wir auch so unglaublich viel Sprit dabei haben. Das ist ja. Besser geht's ja gar nicht. Wir haben ja mehr Sprit dabei, als man sich vorstellen kann. Wir haben's ja. Oh, willkommen zu Hause. Mache mindestens einen Orbit.
Sonst bist du verloren. Wenn du keinen Orbit schaffst, bist du verloren. Dann kriegen wir dich nie wieder. Das meine ich auch nicht böse, aber es ist so. Wir kriegen dich nicht wieder. Ein bisschen Abstand bringen und... Hui. Scheiße! Es wird nix! Es wird nix! Irgendwie ein Orbit, bitte! Irgendwie! Den kleinsten Orbit, den du dir vorstellen kannst, aber bitte! Den größten! Ein riesiger Monster-Orbit um Kermit. Bitte. Ich hätte noch weiter das hochziehen sollen von dem Orbit, den ich hatte. Dann wäre ich mehr an Moon oder Minmus dran gewesen. Als das, was ich mir jetzt hier fabriziert habe. Das wird nichts. Sehr schön, dass ich noch eine Stufe habe. Aber die wird nicht reichen. Weg. Feuer. Die wird nicht reichen. Nee. Nee, nee. Ich versuche mir gerade vorzustellen, selbst wenn ich jetzt den Orbit hinkriegen sollte, mit Aerobrake, mit was für einem Tempo schlägt der dann da rein? Nein. Na gut, der hat sein Hitzeschild dabei, ne? Aber ich glaube, das wird er nicht überstehen. Aber wir kriegen auch keinen Orbit, denn alles ist gut. Den kriegt er nicht rumgezogen. Scheiße. Schade. Es sah gut aus zum Anfang. Aber die Folgestufen waren einfach doch noch zu klein für das, was hier gemacht werden sollte. So ein Mist. Ich habe nicht zufällig noch irgendwie eine halbe versteckte Stufe, oder? Nee. Schade. Folgefrage ist, wo fliegst du dann nachher rum? Achso, na gut. Irgendwo schlägst du dann auf, ne? Irgendwo wirst du dann aufschlagen. Wir können auch hier, warte. Ah ne, wir haben ja, ja ich wollte gerade sagen Monoprop, aber haben wir ja gar nicht mehr auf der Stufe. Schade, schade. Und das Deprimierende für dich ist, wir haben leider auch keine Solarzellen auf dieser letzten Stufe. Das heißt, du darfst keinen Strom verbrauchen. Ne, Mädchen? Ist jetzt leider so. Ach, Coolboard geht nicht. Scheiße. Wo fliegst du dann jetzt lang immer? Da. Einfach so sinnlos zwischen Kirwin und Eve. Müsste man mal drauf achten, irgendwann kommst du hier vielleicht rein und wird eingefangen und landet dann. Rettungsmission. Ja, du mich auch. Jetzt schnell eine Rettungsmission starten, bevor die Frau in den nächsten 3 Tagen, in 3 Tagen komme ich da nicht hin. Und dann auf dem Orbit eine Rettungsmission starten. Wenn ich jetzt... Bevor ich da eine Rettungsmission starte, rette ich die Leute vom Moon. Auch wenn es mir für die
wirklich jetzt sehr leid tut. Ich brauche größere Raketen. Jetzt warten wir erstmal so. Ich hätte jetzt auch die letzte Batterie noch nutzen können, um die Science-Daten rüberzusenden. Aber ich mag die nicht ohne Strom da sitzen lassen. Wir können noch mal was forschen. Was hilft uns denn? Wo sind diese Separatron-Dinger? Da. Lohnt es sich, die zu holen, damit uns die Dinger nicht immer um die Ohren fliegen? Eigentlich ja, ne? Auf der anderen Seite bin ich zu geizig, dafür Geld auszugeben. Ich finde diese Sache natürlich cool. Irgendwie. Aber die helfen uns nicht, ne? Da hilft uns der Separatron mehr, der reißt unsere Rakete nicht mehr. Machen wir. So. Den kaufe ich auch, einfach weil. Ne, den kaufe ich erst, wenn ich bin, der bei der nächsten Rakete brauchen wollen würde. Und wenn wir schon die 160 hier noch von brauchen, dann können wir wenigstens sagen, okay, haben wir den nächsten Zweig auch komplett fertig. Auch wenn ich nicht weiß, was du bist. Ach, du bist das hier zum Einsammeln von Asteroiden. Warum nicht? Muss der schon ausbauen. From Space Around Moon. Das ist kein Problem. Das Geld kriege ich rein. Surface of Ike. Kriege ich auch rein. Will ich nicht. Will ich nicht. Und ein Orbit um Gilead. Nehmen wir das nächste Mal einen Orbit, einen Satelliten mit für Gili und setzen den da ab. Das klingt super. Also zumindest machbar. Nee, aber ich muss sagen, ich lasse es dann jetzt für heute. Ich fange nächsten Freitag, ne, um 23 Uhr spätestens oder wahrscheinlich wieder um 22:30 Uhr. Sehen wir uns dann wieder. Dann selbe Mission, machen wir eine bessere Rakete und dann funktioniert das auch. Ich bedanke mich jedenfalls, dass ihr dabei wart. Wünsche euch noch einen schönen Abend und sollte ich zwischenzeitlich doch noch mal so zum Aufnehmen kommen, dann erfahrt ihr das bei mir über Twitter und das Video gibt's dann. Auch nochmal, wie sonst auch, auf YouTube. Ach, und für die, die von YouTube hier noch einmal zugucken, es gab mal wieder kein Dwarf-Fortress die Woche. Diesmal nicht Ausrede Arbeit, sondern diesmal Ausrede 2 Tobi. Ne, Ditte. Ne, ich, dann hab das auch mal gesehen. Das ist mein neuer Megaboss, den habe ich gebastelt und Soloman versprochen, wir spielen da am Samstag mit. Deswegen musste ich das bis, wollte ich das vor dem Stream hier noch fertig bemalt und gebaut haben. Und deswegen kam ich nicht zum Dwarf Fortress aufnehmen. Er ist glücklich, wir haben morgen Abend was zu tun und alles gut. Ich, wie gesagt, euch noch einen schönen Abend. Bis denn. Ciao.